So, Freunde, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. YouTube spackt rum. Wie sieht's aus mit Twitch? Spackt's auch rum? Fragezeichen. Oder ist es die PlayStation, die spackt? Wer weiß das schon? So, ich hoffe, das klappt jetzt hier. Langsam nervt's. YouTube zickt. Twitch zickte gestern bei NHL. Aber versuchen wir es einfach mal. Also, MyClub Tagebuch für Pro Evolution 2017 startet jetzt. Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Ich klicke jetzt auf OK. Ich starte den ganzen Kram jetzt. Es wird Zeit, endlich wieder Fußball zu spielen. So, schauen wir rein. Also, welcome to MyClub. Natürlich. Wir kennen das. Ich kenne das seit 2015. Set up your hometown will be displayed after matchmaking. Also, meine Region ist Europa und Deutschland. Gib ihm. Komm hier, Germany. Zack. Hometown. Auf geht's. Wo bist du denn? Super Düsseldorf. Klasse. So, next. Select your team is a basic template. Genau. Und da kommt auch schon das erste Highlight. Nämlich, wo sind wir? Da. Eigenes Logo. Hahaha. Genau, Team Name. Ihr habt abgestimmt. Ich hoffe, das passt vom Platz her. Ich teste das mal. Wie viele Buchstaben? Ja, könnte eng werden. Let's Playmaker. Da haben wir nämlich schon. 11. Gibt es ein 11? 11 ging auch. Wir haben eigentlich gesagt, Let's Playmakers. 11. Wird am einen Zeichen scheitern. Ich bin mir fast sicher. Ne, geht. Let's Play. Ja, da müssen wir hier müssen wir schon akkurat sein. Zack. Da, Let's Play Makers 11. Da haben wir Shorthand. Genau, wird LP. Ah! M. Zack. Commentary Name. Boah. Achso, City Name. Aus Wales. Aus German. Was kann man denn? Also City Name dann, ne? Okay. Duisburgo. Haha, geil. Auch schön. Ja, gute Frage. Machen wir mal weg, ne? Komm, machen wir hier off. So. Jawohl. Achso, man kann das M nicht klein machen. Okay, das ist Pech. So, Let's Play Marcus 11 quasi geboren. Jetzt sind wir am Start, Freunde. So. So. So, next select the manager. Okay, schauen wir mal. Das ist, glaube ich, neu. Am Anfang hatte man immer
Grützige Manager oder ein Standard, ich weiß es gerade nicht. So, wen kriege ich denn hier? Ja, Grützer, wie gesagt. So, was bin ich denn? Ich bin A433, ist so meins, ne? 4-3, ne. Leadership, die sind alle gleich schlecht, genau. 4-2-3-1, diese moderne Kacke, nein. 4-3-3, geiles System. Spanier, Aggressiv, ist genau mein Ding. Jawohl. Sign Professional Contract, nehme ich. Was ein schönes Hintergrundbild. Oh! Ah, okay, ich krieg den ersten Superstar geschenkt auf Leihbasis für, ich glaube, dann. Ach, hier sieht man es. 3, 5, ne. Robin. Ah, hier ein Robin. Schau mal. Der FC Bayern ist nicht mehr lizenziert, aber FIFA Pro macht es möglich. Tevez, Vidal. So, hier wird es immer länger. Ah, okay, das sind dann nicht mehr ganz so gute. Vielleicht den besten Mix, ne? Lange geliehen haben und dann trotzdem super Spieler. Es geht nach Werten hier. Okay. 87er kosten nur noch 8. Aha. Sanchez, Di Maria, Özil, Reus kann mir gestohlen bleiben. Hier werden sie schwächer. Irgendein Knaller zum Start. Thomas Müller. Thomas, Toni Kroos. Ja, ich glaube, ich hole mir eher so einen Leuchtturm. Nämlich den hier. Ja, komm. Die Zlatan. Sehen wir doch immer gerne. Genau. 5 Spiele on Loan. Super. Freue mich tierisch. Jo, Klopp-Roster. Ja, okay. Man kriegt natürlich wieder ein Startkontingent an Spielern. Und die sind alle so, boah, schwach um die 60. Ja, all set to go. Das Schlimmste ist also hinter uns. Okay, time to experience some gameplay. Ui. Oh nee, nee, bitte nicht. Bitte zwing mich jetzt nicht in so ein Spiel gegen den Computer. Nein. Achso, okay. Team Chemistry, okay, das kenne ich schon von früher. Das ist meine Standardaufstellung, genau. Die hat so viel Team Spirit. So, der Trainer kann nur so und so viel ver. Bla bla bla. Der Gamma Goalkeeper is the starting squad. Confirm is. Ja, habe ich. Button right. We can choose squad players. Ja. Ah, einen besseren Torwart. Geil, Team Spirit ist hochgegangen, man kennt sich. Ja, Klick, weg. Gibt schon wieder Points, jawohl. Den können wir später Packs kaufen oder Agenten kaufen für bessere Spieler. Klick, Special Agent, so, zack. Na, was kommt? Wonanda. Using Special Agents and Talents. Okay, genau, da ist er. Zack. Kostet nichts, genau. 500 Points. Bam. Und es gibt den ersten Goldspieler geschenkt. So, erste Spannung. Erste Spannung des Abends. Wie ist die Mannschaft immer aufgestellt? Das ist die Frage. So, wir drücken auf X und es wird welcher Goldspieler? Come on! Schönes Trikot habe ich mir auch erstellt. Oh, Van Persie, Hallöchen. Ach du Scheiße. Robin Van Persie, 73er nur noch. Das ist hart. Das ist hart, aber okay. Hat abgebaut. So. Congratulations. Ja, immer danke. Wir wollen zocken. Was ist hier los? Take a look in the Scout. Scout. So. Sign Player. Ah, okay. Jetzt bastel ich mir, glaube ich, ein bisschen zusammen, was ich möchte. So, der erste Scout soll mir. Oh, Special Gifts sind 3 geschenkt fürs Tutorial. Super geil. Okay, was ist das? Scouting Summary. 4 Sterne. Okay. Ja, Combine Scouts. Ja, Specific Player. La la la. Der soll unter 24 sein. Und was soll er sonst noch sein? Utility Player. Okay. Und gib ihm. Ach, da kommt nur. Warte mal, was steht da? By setting average taken, individual. Oh, okay. Das ist nur auf Karen Byron zusammengeschrumpft worden. Muss ich jetzt wohl verpflichten, den Kollegen. Made use of signing. Super Scout. Okay, ich klicke. Und da müsste jetzt der Mr. Byron bei rauskommen. So traurig das auch klingt. Und es ist Byron geworden. Oh, Surprise! Geile Trikots, Freunde. Guckt euch das an. Player, so. Squadlist. Lalala. Okay. When you have reduced the field of players assigned, guaranteed to add them to the squad. Ja, finde ich gut. You can obtain a squad at each every match. Okay, auch geil. So. Das lernen wir mit der Zeit, Freunde. Hier zur Saisoneröffnung will ich jetzt kicken, hä? My Club Records. So, okay, das ist glaube ich hier so Tutorial-Punkte, die man sammeln kann. If this means a meta condition for the achievement.
Also kann ich mir dann das. Ah, Receive Award. Reward kann ich mir abholen. 50 Coins, Und? Well, it's finally time for my club here to begin. Yes, mach ich. Wehe, du zwingst mich in ein Freundschaftsspiel gegen den CPU, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Was passiert jetzt? Was gibt's da zu laden? Day One Rewards, immer gut, nehme ich. Nehme ich immer. Ja, mein Kater ist auch schon ganz nervös. Mein Kater ist genauso nervös wie ich. Okay, hier, Daily Bonus. Immer schön einloggen, Freunde. Immer schön einloggen. Kostet doch nix. Kostet doch nix. Scout Auction available. Scout a new feature currently. So, My Club Contracts. Scouts Auction List. Please confirm the deals. Okay. Ja, später. So, jetzt gehe ich erstmal hier rein. Da waren dann noch ein paar. Genau, hier oben. Special Agent genutzt. Und als Belohnung 50 My Club Coins nehme ich. Dann Achieve Flawless Transfer. Aber wahrscheinlich nur eins zur Auswahl hatte. Super geil. Okay, zack, angenommen. Entschuldigt, wenn ich hier so durchfliege, aber ich will endlich auf den Platz. So, was haben wir hier? Inter Mailand ist abgebildet, die kenne ich nicht. River Plate gegen Boca. Okay, super geil. Okay, Inbox. Da wird es jetzt spannend. Da müsste ganz viel auf mich warten. Einmal das MyClub Starter Kit. Okay, 10.000 GP für die nächsten 10 Wochen irgendwie so war dabei. MyClub Campaign. Okay, schön, dass ihr da seid. Wieder mehr GP. Bla. Jetzt wird's spannend. Oh, jetzt wird's spannend. Early Bird. Oh, da ist der Toti. Der PS Agent. Oh, da kommt der FC Barcelona. Wo ist denn hier der Barcelona Legendary? Ist das der hier? Veteranenbonus? Quantity 2. Ah, nee, das ist, weil ich bei PES 2016 schon gesuchtet habe. Dann ist er das vielleicht. Okay, jetzt wird's spannend. Egal, vollkommen Wurst. Vollkommen egal. You have received a Veteran Exclusive Gift. Okay. Was haben wir hier? Early Bird. Ja, schön. Okay, ich hole mir die jetzt, glaube ich, gerade erstmal ab. Genau. Bla. FC Barcelona 75. My Club Starter Kit. Genau. Boah, könnte alles sein. Messi. Irgendein anderer Kaspar. Wer weiß das schon. So, zack. Hier, die nehmen wir jetzt erstmal alle in Empfang. Ja, klick. 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 So, jetzt haben wir alle Geschenke abgeholt. Danke, Konami. MyClub Store, das wird später interessant. Trainieren braucht keiner. MyClub Members braucht auch keiner. Gameplan. MyClub Records. Wo bin ich denn jetzt? Contract. Da geht's los. Hier geht's jetzt richtig los. So, Club Extension. Ah, okay. Ich habe 23 von 30 möglichen Spielern im Kader und noch keinen Scout gesammelt. Das machen wir später. Special Agents. Da, der mit dem Scheitel. Dem struppigen Scheitel. So. Hier geht's los. Sign a Player. Ja, ja, ich kenne das. Oh mein Gott, jetzt, also das ist schon mal Weichenstellen, Freunde, ich sag's vorweg, ja, in 2015 hatte ich Sergio Ramos, in 2016 sogar Cristiano Ronaldo und dann war ich ja erstmal unstoppable. So, wenn er jetzt auf dem Goldenen stoppt, raste ich völlig aus, dann raste ich völlig aus. Okay, es ist zumindest schon mal ein Weltmonster-Superstar und es ist, oh, ist das nicht wieder Ronaldo mit den, wieder Ramos, ich glaub es nicht. Sergio fucking Ramos. Okay. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen, seien wir ehrlich. Add to... Convert into Trainer. Ach ja, da kann man ja immer noch upgraden und so. Aber okay, haben wir einen fetten, fetten Innenverteidiger. Das kann so schlecht nicht sein. Add Squad. So, bam. Remove for... Oh. Nee, dann nicht. Wie geht das anders? Add to My Club Members. Genau, das machen wir später. So, was haben wir da? Agent Option, Special Trainer 2000 plus 1. You have received an item as reward for using... Naja, komm, nehmen wir. Voll gut. Voll gut. So, jetzt kommt der PES Agent. Was auch immer der jetzt mit sich bringt. Ist das die Barcelona-Legende? Gibt's überhaupt... Ist das ein anderes Pack? Weiß ich nicht. Oh, da ist ein bisschen schwarz dabei. Ich klicke und bin völlig aufge... Oh, jetzt sind die Bälle auf einmal nur noch schwarz geworden. Das finde ich sehr sympathisch. Und? Ein schwarzer Ball wird zu... Boah, Kopfball-Ungeheuer! Oh, Neymar, Hallöchen! Haha! Oh, es läuft! Freunde, es läuft! Einer der besten Fußballer der Welt, jawohl! Ja, was will ich machen? Also haben wir vorne einen super Winger, wir haben schon mal einen fetten Innenverteidiger, so, wenn da jetzt Messi rausschlüpft, können wir den Laden eigentlich schon dicht machen. So einfach sieht es nämlich aus. So, wir klicken.
Und es wird ein Silberner! Guck mal! So schnell verlässt einen das Glück. Ja. Kenne ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ah, okay, den habe ich vom FC Sevilla, glaube ich, verpflichtet vor einem Jahr, ne? Okay, ja, 79. Das Traurigste, was dir passieren kann, ist das. Ja, eigentlich nicht das Traurigste. Ich glaube, das ist das Beste, der beste Silberwert, den man erreichen kann. Aber trotzdem, wenn man so einen Ball zur Verfügung hat, ich glaube, da habe ich im Internet schon den einen oder anderen mit Lionel Messi rumlaufen sehen. Aber nun gut. So, weiter geht's. Nächster. Super Agent. Komm, alles Gold. Da ist noch ein bisschen Schwarz drin und es wird Gold. Ja, komm. Wollen wir uns nicht beschweren. Schöner Ball, jawohl, schöne Schuhe. Na, kennen wir? Dries Mertens? Ne, Jarmolenko. 81, ja, komm. Wollen wir uns nicht beschweren. Zack. Weg. Hauptsache hier auch Originalgesichter, ne? Also für die Freunde, die hier mal immer einen erzählen wollen. PES ohne Lizenz, voll doof. Nee, auch wir haben hier den einen oder anderen echten Spieler. So, wieder viel Gold dabei. Aber es wird ein schwarzer Ball. Come on! Oh Mann. So, wer wird's? Das ist, glaube ich, 81 dann sehr enttäuschend. Weil es ja fast schon wieder Silber ist. Mario Gomez? Mario Gomez, Hallöchen! Free Agent, geil! Geil, geil, geil! Muss ich mal kurz speichern, das Bild. Ja, als Beweis, Mario Gomez ist gelandet. Wie geht denn das hier? Screenshot. Achso, Save Screenshot ist jetzt ein neuer Button. Ah, okay, jetzt haben wir es. So, Screenshot ist gesaved. Später auf Twitter, ja, also wer das hier hört, folgt auf Twitter für ganz viel Spaß. Mario Gomez, super geil. Super geil. Auch ein sympathischer Typ, auch original. Ja, ihr habt da wieder gesehen. Originalfresse. Richtig gut. So, nächster Ball. Oh, da ist viel Silber drin. Wieder viel Grund, sich aufzuregen und es wird Silber. So, kenne ich dich. Sandro Ramirez. Sieht ein bisschen aus wie David Odonkor. Ist er aber wahrscheinlich nicht. So, zack. Oh, noch rechts Mittelfeld und zwei rechts außen. Also ist schon wieder. Von der Breite her habe ich da ein bisschen Pech gehabt. Ne? Jetzt habe ich Zlatan für fünf Spiele. Das heißt, Mario Gomez sitzt erstmal nur auf der Bank. So viel schon mal vorweg. Oh, und dann zwischen zwei Goldenen. Ja, klar. Bentaleb von. Ist er noch bei Schalke? Ist der nicht wieder zurück? Ist auch vollkommen egal. 75 ist scheiße. Ah ne, ich meinte Benanda. Benhanda ist auch vollkommen Wurst. Weiter geht's. Was? Oh, ich habe schon so viele Spieler. Aber warte mal, dann gibt es ja diese Möglichkeit zu sagen Increase Player Slots. Das machen wir dann jetzt mal. Pay with GP, die kosten nur 500, genau, das ist nicht so viel. Genau, die kriegt man dann auch direkt wieder, weil man da quasi so ein Achievement freigespielt hat und geschafft hat. Voll gut, nehme ich. Gold, Gold, nein! Oh! Ja, schöne Schuhe, schöne rosa Schuhe. Was bist du jetzt? Ein 71er. Kenne ich wieder nicht. Ach doch, den kenne ich wohl. 78 ist gut. Dürfte die fehlende Planstelle, die freie Planstelle neben Sergio Ramos besetzen, der Kollege. Besser als ein 64er da in der Innenverteidigung Gurken zu haben. So, und der letzte Agent für den Start. Komm schon! Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Da werde ich mich, glaube ich, noch sehr, sehr lange aufregen. Und wir haben einen Torwart. Oh, das ist gar nicht mal unwichtig. Marc Schwarzer, der ewige 44. Uiuiui, der ewige Marc Schwarzer. Steht im Tor der Let's Playmakers 11. Wunderschön. Komm weg. Na? Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Da unten wird schön gespeichert. So, jetzt gehe ich nochmal. Nein, falsch. Jetzt bin ich auf Scouts, ne? Genau. Scouts kommt in späteren Episoden, wenn wir denn welche gesammelt haben. So, ich gehe jetzt mal auf Top Agent. Ist da noch irgendwie was zu holen? Habe ich da? Gibt es da einen Unterschied? Ach so, ja, okay. Die kaufe ich jetzt. Jetzt könnte ich sie kaufen. Ich hätte auch noch die Kohle, aber mache ich nicht. Weil, soweit ich gehört habe, kommt da auch irgendwie bald ein Special Agent. Also fürs Erste sparen wir uns. Nein, nicht aus dem Menü raus, hat er bekloppt. Sparen wir uns die Coins. So sieht's aus.
So, an dieser Stelle auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon mal viele, viele Spieler gesammelt. Wer sich jetzt in den Stream verirrt hat, an dieser Stelle herzlich willkommen nochmal. MyClub Tagebuch beim Let's Playmaker hier. Schön, dass ihr da seid. Kommentiert gerne. Später wird das Ganze auf YouTube hochgeladen. Also den Kanal könnt ihr genauso gut verfolgen. Alles folgen, alles liken. Ihr kennt das. Freut mich außerordentlich. So, und jetzt kommen wir zum Aufstellen. So, vielleicht ist der Trainer hier oben schon zu schlecht. Ihr seht das hier mit Total Costs. Ich habe noch knapp 200 Punkte frei. Quasi Gehalt. Und dann schauen wir mal. Also hier ist schon mal das Erste. Kann man die erstmal komplett hier löschen? Muss erstmal wieder reinkommen. Oh! Was denn hier? Player-Menü und dann Remove from Squad gibt's nicht. Das war da. Unregister, da ist es. Zack. Unregister, zack. Unregister, zack. So, jetzt machen wir die Bank mal leer. Und holen dann die ganzen Superstars nach. Zack. Unregister, zack. So. Also. Boah, das ist so mühsam. Lecco mio, ey. So, wie kann ich denn jetzt hier? Player-Menü, Register Player from Squad. Genau, und jetzt bitte sortiert nach Stärke. So, Zlatan hat schon ein Leibchen an. Boah, was ein cooler Typ. So, Sergio Ramos. Sitzt natürlich nicht auf der Bank, spielt. Dann kommt hier an zweiter Position, dritter Position beziehungsweise Neymar. Links außen und ich spiele 4-3-3, habt ihr mitbekommen, dementsprechend gibt es die Position auch. Zack. Was eine perverse Anfangsformation. Mario Gomez. Ne, den kann ich eigentlich sofort wieder. Weil die Bankspieler, die kosten auch Geld. Deswegen kann Mario Gomez auch erstmal auf der Tribüne bleiben. Das ist immer so ein kleiner, wenn man so möchte, Trick, wie man die Kosten niedrig hält für seinen Squad. Auf der Bank nur Grützer. Denn so wechseln tue ich persönlich sehr, sehr selten. Oder vielleicht hat man es nicht gemusst, ich weiß es nicht. So, Jarmolenko rechts außen auch nicht schlecht. Also die Angriffsreihe da vorne ist schon sehr fett. So, bei ihm habe ich jetzt das Problem, er ist auch. Oh, der ist sehr schnell. Könnt ihr sehen hier an dem Kreis neben der 79, zwischen dem Feld und der 79. Alles deutet quasi auf SPD, auf Speed. Der könnte mein Rechtsverteidiger werden. Komm, Alex Vidal. Gucken wir mal, was er dann, ja, genau. 77 ist immer noch fett, nehme ich. Ist halt die Frage, ob ich die Truppe am Ende schon bezahlt bekomme. Aber okay. Wie heißt der Leurik? Auf jeden Fall Chana. Wird mein zweiter Innenverteidiger neben Ramos. Ja, ein bisschen Coins haben wir noch. Okay, es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Ne, macht keinen Unterschied, ob man auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne. So, Schwarzer im Tor, selbstverfreilich. Zack. Zack, Marc Schwarzer, haben wir. So, Gomez, nee. Bentaleb. Oh, das ist wichtig, weil im zentralen Mittelfeld sind wir ja noch gar nicht aufgestellt. So, da bist du hier ganz weit vorne. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, der 63er wird geopfert. Sandro Ramirez, der schon wieder ein Rechtsaußen. Hilft nichts. Robin van Persie wird sogar hinter Mario Gomez sein. Und das war's an Special-Spielern. Okay, das heißt, so steht die Truppe. Dich brauchen wir gerade nicht, dich brauchen wir gerade nicht. Und jetzt dürften sie fast alle auf dem Spielberichtsbogen sein, ne? Ja. Schönes Torwart-Trikot übrigens, ne? Habe ich mir alle frisch erstellt. So, geil. Okay, die Truppen. Ja, okay, einen müssen wir registern. Ist klar. Dann sagt mir das Spiel wieder, so läuft es nicht. Komm, Robin van Persie, aus Respekt. Die Kohle haben wir, ne? Die Kohle haben wir, jawohl. So, ganz wichtig. Truppe steht. Truppe steht. Der ausgeliehene Zlatan wird 5 Spiele da vorne rocken. Dann kommt Mario Gomez und dann sind wir auch schon zufrieden. So, jetzt kommt Teammenü, ist auch ganz wichtig. Use in Cloud Match, wo ich immer ganz unsicher bin, wird das dann irgendwie, wenn jemand gegen die CPU spielt. Okay, hat mir schon wieder hier oben ein Award gebracht, super geil. Spielt er dann quasi gegen mein gefaktes Team? Naja, whatever. Aber ja, mal angeklickt und oben das Achievement mitgenommen. So, Team, jetzt Edit Squad Nummer. Da bin ich immer ganz eigen, ist aber ganz wichtig. Beste Nummer, die 10, oder ob ihr das schon mal gehört habt. Ramos, mit der 6 ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Der mit der 14, was hat der Zlatan? Denn Zlatan ist eigentlich der 10er, ne? Zlatan ist eigentlich ein 10er, wo ist er denn? So, tauscht mit Jarmolenko, der ist aber kein 5er.
Denn Jarmolenko ist ein Achter von mir aus und Neymar ist aber ein Elfer. Und Van Persie auf der Bank hat keine Nummer verdient mit der 5. Ne, komm, Van Persie, was hast du? Hat er denn in seiner Freizeit immer so, komm, 20? Robin, vollkommen Wurst. Okay, also Nummern sind eingeteilt. Irgendwann, wenn man seine Stammelf so hat, ne, dann. Ja, so. Oh, guck mal, komm gut hin. 247 Millionen Euro kostet die Truppe an Gehalt. Ist doch schon mal super. Ich glaube, jetzt können wir endlich anfangen. Boah, ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Unfucking fassbar. Jetzt können wir endlich spielen. Also, Match. Wir gehen in. Wo ist Online Divisions hier? Wo ist. Weh, Online geht nicht. Online Challenge Cup gibt es noch nicht. Extras. Ach, guck mal hier. Da war doch irgendwie nochmal. Edit Team. Genau, so hier Edit Team. So. Hometown Settings. Ich glaube, jetzt kann ich das Stadion. Na ne, okay, das ist nur, wo ich spiele. Schade. So, dann haben wir Copy Team Design, Change Team Name. Okay, das wollen wir alles nicht. Aber wo kann ich denn auch so mit welchem Team. Mit welchem Dingens ich spiele? In welchem Stadion? Clubhouse ist das. Versus Com will ich nicht. Ja, dann wird's das jetzt hier. Denke mal, ne? Head to Head. Come on, Baby. First 10 Matches. Ja, wie immer, wie letztes Jahr. Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich null dran geshoppt. So, schau mal hier. Rating. Rating ist no restrictions. Genau. Team Strength. No restrictions, mir egal. Network Connections. Mache ich mal nur Level 4 und besser. So, und Pass Support ist similar Level. Und da kommen wir auch schon zum Knackpunkt an der ganzen Nummer. Ganz wichtig, ich spiele ohne Passunterstützung. Da ja, bin ich ganz stolz drauf, mit 2016 umgestiegen. Also jeder Fehlpass ist ein Lernprozess. So, jetzt bin ich mal gespannt. Finden wir schnell einen Gegner, der auch manuelles Passen anhat? Weil das war auch immer ein Knackpunkt in 2016. Dann kann ich ja noch ein bisschen über mich erzählen. Ja. Steht immer wieder zu befürchten, dass die meisten mit Passunterstützung unterwegs sind. Und das ist dann irgendwie nicht so schön. Ich könnte natürlich auch sagen, ich spiele gegen jemanden mit Passunterstützung, aber es geht so witzig. Ja, hatte ich zu Anfang von 2016 mal ein bisschen gemacht. Und ja, da merkt man schon einen fetten Unterschied. Da merkt man schon einen fetten Unterschied. Okay, ist mir gerade zu blöd, dann machen wir was anderes. So sind wir da mal ein bisschen weniger restriktiv. Internetverbindung 3 oder besser. 5 ist das Beste für den, der sich wundert. Was ist los, Digga? Mein Kater langweilt sich. Ach komm, Freunde, das kann doch nicht sein. Release Day und keiner spielt oder was? Wir brauchen Gegner. Ah, Courtesy Rating hat sich gerade verändert. Also wenn man viel quittet, dann geht das Courtesy-Rating nach unten. Und von mir aus können auch die ganzen Rage-Quitter jetzt abgesucht werden. Spiele ich auch gerne gegen. Habe ich gar kein Problem mit. Gut, dann informieren wir das Internet mal, dass ich live bin. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Ihr könnt an dieser Stelle gerne den YouTube-Kanal, gerne den Twitch-Kanal, gerne auf Twitter vorbeischauen und alles abonnieren, alles liken, um nichts zu verpassen. Macht, habt ihr wahrscheinlich eh schon, ne? Was frage ich? Was frage ich? Oh, ich höre ein Geklickel. Oh, da fängt auch jemand neu an. 400 Punkte. Na? Ach, schau mal, er nimmt den Ballverein Borussia Dortmund als Template. Ich hatte mein schönes Wappen. Ja, an dieser Stelle. Player will be rated as a Rookie. Was? The player will be rated as a Rookie first again. Effekt. Ja, von mir aus.
Let's Play Makers 11. Ah, immer noch stolz. Wappen erstellt von Lumpi. An dieser Stelle Shoutout, Grüße und ein herzliches Dankeschön fürs Mühe machen. Ja, wir beide werden nie vergessen, wie wir uns einen abgebrochen haben bei der Schriftart vom LPM. Und dann können wir uns die Trikots mal angucken. Hier, BVB kennt ihr alle, ne? Ist super schön. Original Deluxe. Oh, er hat James Rodriguez bekommen. Als einen Spieler. Und ich habe Zlatan, habt ihr ja mitbekommen. So, schönes Trikot da, ne? Ich weiß, okay, es erinnert ein bisschen an den ersten FC Nürnberg, ist aber nicht die Absicht. Es sollte eigentlich so Richtung River Plate gehen, ne? Hier die Schärpe, quer die Brust, super geil. Und dann das Ganze nochmal in etwas dunkler. Und ein drittes Trikot habe ich keinen Bock gehabt einzupflegen. So, und der Übersicht halber spielen wir das so. Perfekt. Gehen wir auf Gameplay. Gameplan. So, Simple Settings. Nö, ich bin so ein super Tüftler. Ich gucke erstmal. 4, 3, 3 haben wir ja gesagt. Was soll ich da groß einstellen? Mache ich erstmal nichts. Komm, lass mal Kickoffen jetzt. Hätte ich alles vorweg machen können, damit ich hier in dem Menü einfach durchklicke. Aber okay, was soll es? Was soll es? Erstes Spiel. Gott, bin ich aufgeregt. Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's ab. Sagt euren Freunden Bescheid, dass es jetzt abgeht. Abgeht! Abgehen. Erstes Spiel Pro Evolution Soccer 2017. Jawohl. Lose it live, Freunde. Da ist es. Ah, was ein tolles Logo. Bam. Das seht jetzt auch nur ihr. Der andere Typ sieht das nicht, logischerweise, weil der mein Logo nicht bei sich auf der PlayStation hat. Und es geht los. Oh Mann. Schauen wir mal. Kick-off Pro Evolution 2017. Guckt dir das an, wie sie recht haben. So. Ohne Passunterstützung. Jeder Pass, der ankommt, muss eigentlich abgefeiert werden von euch. Nicht nur bei mir. So, Ramos, direkt aufmerksam. Jawohl. Oh. Oh, Sergio Ramos, verzockelt da direkt. Ui. Erste gefährliche Szene von meinem Gegner. Was ist denn da los? Aber jetzt Fußball spielen. Jetzt sind wir in unserem Element, Mann. Oh, erste Lücke. Nein, Abseitsfalle. In die Abseitsfalle getappt. Drecksau. So, Kommentator ist natürlich im Hintergrund ausgeschaltet. Könnt ihr euch ja denken, damit ich Quatsch erzählen kann. So. Verbindung ist ganz okay. So 100% griffig wirkt es noch nicht. Oh, der tut weh. Der hätte teuer werden können. Aber so. Oh, da ist die Lücke. Jawohl. Alex Vidal, der ist noch super schnell, haben wir ihn gesehen. Kann mal durchbrechen. Nein! Oh, da war mehr drin. Da war mehr drin, Freunde. Stimmung ist noch recht bescheiden hier. Oben wird schon das Leckzeichen angezeigt. Oh, Luis Suarez hat er auch bekommen. Den grätschen wir einfach mal ab. Och, come on. Schöner Fußball, schöner Fußball. Steht noch keiner am zweiten Pfosten. Kriegen wir keinen Zugriff. Ja, willst du wieder hier unten hin? Nix gibt's, nix gibt's. Passt der Willemsen auf. Zack und Hammer Neymar. Ja, jetzt können wir mal abgehen. Nein, können wir nicht. Können wir scheinbar nicht. Ja. Dröge Anfangsviertelstunde. Jetzt vielleicht mal. Ja, Molenko. Schön abgelegt. Also die rechte Seite ist ja eigentlich ne, so meine Paradeseite. Und auf der Bank habe ich nochmal drei rechts spielende Spieler. Also von daher. Da kann man jederzeit nachlegen. Ah, jetzt gib ihm mal. Jetzt gib ihm mal. Komm. Oh, ganz schwacher Fußball. Ja, aber wir spielen ja in Dortmund, wenn man so möchte. Von daher, wir hier als Auswärtsteam können das ganz entspannt angehen lassen. Jetzt kommen wir hier. Einmal einen guten Angriff fahren. Ja, jawohl, jetzt wieder aber rechts. Ja, ein bisschen Platz da. Zlatan suchen.
Ja, da ist das Latano. Och, Bentaleb. So sorglos. Ja, genau. Schön. Immer die Pässe immer voll durchdrücken. Ist immer gut. Ist immer gut. Oh, Ramos. Nein, nicht so ein Billigtor. Nicht so ein Billigtor. Oh. Ja. Schauen wir mal. Ja, Suarez da schön an der Abseitslinie entlang gemogelt, aber war kein Abseits. Oh, schön. Gerade so drunter durchgetaucht. Jetzt ist aber ein bisschen Platz da. Tief auf Vidal. Schnellster Spieler auf dem Platz, sage ich jetzt mal. Ja, schön erlaufen. Ja. Nein! Da fehlen kleine Zentimeter, um den Zweikampf zu gewinnen. Und dann wäre es spannend geworden. So, jetzt mal Ibra. Come on! Hallo, faul, faul, jawohl. Ja, der ist schwer zu bremsen, der Kollege. Na? Ferreira kriegt nur eine Ermahnung. Ja. Kurz anbeschleunigt. Kann er sich beschweren, wie er will. So, kann ich daraus was machen? Bin jetzt kein geborener Freistoßexperte. So viel schon mal vorweg. Zlatan macht das. Ja, voll durchdrücken, sauber. Nein. Keine Gefahr. Ja, mein Gegner ist ein bisschen unruhig, drückt alles weg, schade. Dafür können wir gleich in der Halbzeit schön die Highlights einmal komplett durchlaufen lassen, die 60 Sekunden. Wird er sich freuen. So, schön. Ja, genau, Tiki-Taka. Mit so einer Grütztruppe. So, da oben ist jetzt vielleicht mal die Lücke. Nein. Ja, er spielt auch noch unsauber. Release Day, Freunde. Da ist da die Lücke. Da ist keine Lücke. Oh, den Zweikampf darf ich nicht so verlieren. Ja. Komme ich nicht in den Zweikampf. Wer auch immer das ist. Energisch. Ah, Eden Hazard hat er auch bei der Ecke jetzt. Und da ist es 0-1. Suárez. Sadé. Destin hat er. Fick hat er. Der ist ganz besonders gut. Und er möchte keine Wiederholung sehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch mal hier auf der linken Seite Neymar so ein bisschen ins Spiel bringen. Findet bisher ja gar nicht statt, der Gute. So. Oh, da ist doch die Lücke. Da. Och. Ja, okay. Mit dem Rücken zum Adressaten und dann mit der Hacke, der sowas verhungert dann gerne mal und dann gehen wir mit einem 0-1 in die Pause des ersten Spiels. Kann keiner gut finden. So, machen wir was, gucken wir uns die Highlights an. Ne, obwohl doch das Tor gucken wir uns nochmal an, oder? 29. war es nicht. Ibrahimovic war scheiße, ja genau, ist enttäuscht. Dembele, ach Dembele, der Original Dembele vom BVB. So, da ist das Tor. Luis Suárez nach einer scharf getretenen Ecke. Oh. Meine 21 verliert da das Kopfballduell. Und dann ist er drin. Schade. Jetzt schauen wir mal, ob da jetzt auch was für mich nach vorne geht.
Neymar, Zlatan im Abseits. Oh. Also jetzt schieben wir die Abwehr mal nach vorne. Bringt uns sofort in Schwierigkeiten. Ja, ich glaube, das lasse ich. Mit diesem viel zu offensiv verteidigen. Boah, was ein Haken. Und Schwarzer mit der Fußabwehr. So, geklärt. Mit vereinten Kräften. Komm, Zlatan. Zieh mal was auf da. So, da ist doch Platz. Jawohl. Und ausgerechnet Williamson fährt den Konter. Seines Zeichens, glaube ich, ein 60er. So, mal das Spiel verlagern auf Vidal. Und verzockt. So, wieder kein Zugriff im Mittelfeld. Aber dann ein schöner Fehlpass. Und da ist doch jetzt wieder Platz. No. Von Jarmolenko nichts zu sehen, von Neymar nichts zu sehen. Jetzt aber vielleicht. Nein, nein, das darf ich nicht nochmal so rüberlegen. Oh, wie dämlich. Ganz, ganz dämlich. Da war mehr drin. Ja, schön. Schöne Grätsche. Und wieder schalten. Jawohl. Zack. Zack, abgeblockt. Nach. Ja, genau. Kein Druck in den Zweikämpfen da. Und vorne hat er selber wieder so eine All-Star-Mannschaft. Gut geblockt. Wird nicht gepfiffen, finde ich gut. Oh, der gerät ein bisschen kurz. Ja, schöner Befreiungsschlag jetzt nichts. Ja. So. So. Oh, Junge. Jetzt wieder offensiv stellen. Jetzt muss langsam was passieren. Nein. Jetzt fehlt da hinten. Na, der war dumm. Der war dumm. Oh. Und Chana macht seinen Fehler wieder gut. So halb. So halb. Schwarzer. Super. Oh mein Gott. So. Da oben steht er noch frei, das Latte. Jawohl. Kann das Ding auch gut verarbeiten. So, jetzt schalten wir mal einen Gang nach offensiv. Ja, wo sind wir? Jawohl, jetzt offensiver. Nein, den verarbeitet er zu lange. Gut gestellt. So, und jetzt gib ihm. Und kann sich nicht durchsetzen. Ja, bisher noch wenig bis gar keine Durchschlagskraft bei mir vorhanden. Ganz schwach. Und das bei einer Offensive, die ja ihresgleichen suchen müsste. So, Bentaleb kann sich nicht durchsetzen. Wieder schön. Weg. Weg, sauber. Ja, jetzt vielleicht mal. Komm, Neymar, auf geht's. Da muss doch mal was passieren.
Neymar, 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 Neymar! Ja, Ecke, geil. Wollte ich haben. Oh, genau, mal so ein Ding einfach hoch rein. Oh, und Zlatan schießt die Ecke, den ich da eigentlich lieber hätte am Fünfer gesehen. Und was passiert? Abseits? Elfmeter? Abseits, komm, geh weg. Abseits, wie ein Hackenscheiß. Aber jetzt alles nach vorne. Alles nach vorne. All in. Oh, schöner Schnitzer. Neymar! Neymar, Neymar, Neymar! Oh. Seine beste Szene. Ein Torwartfehler. Mann, ist das schon wieder ärgerlich. Oh, jetzt vielleicht noch Ramos. Ramos geht mit offensiv, wie geil. Zlatan! Letzte Minute des Spiels. Die letzte gute Szene. Aber es soll nicht sein. Zu harmlos, zu harmlos. Ja, das Tor haben wir eben schon gesehen. Standardsituation, bezeichnend für so eine Grützpartie. Und somit ist das erste von 5 Zlatan-Spielen verloren gegangen. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. So, was haben wir? Ach genau, die leveln ja auch noch auf und können noch minimal besser werden. Richtig, ich erinnere mich dunkel. Ja, hier, guck mal, wie geil die sind. Proceed, ist vollkommen Wurst. So, ich verliere Punkte, das ist auch egal. Ist auch egal, ja. Kann passieren, genau. Dann gibt's GP, Ja, dann gibt's einen Scout, die kann man ja wie anfangs gesehen ein bisschen verbinden. So, und das ist der Trainer, genau, wenn man mit dem... mit der Mannschaft die Ziele erreicht, dann wird der umsonst verlängert, ansonsten muss man irgendwas investieren, damit er weiter bei uns bleibt. Ja, ist auch vollkommen egal. Wenn alle Stricke reißen, hole ich mir komplett neue Truppe. So, das ist meine Ansage jetzt. Ach so, genau, wir wollten noch hier vorab mal die Aufstellung bearbeiten, damit wir das nicht direkt vorm Spiel machen müssen. Wie machen wir das denn am besten? Gameplan ist das, genau. Gameplan, so. Line-up ist ja richtig. Ja, so, ach hier, okay. Possession Game, ja, so einer bin ich. Frontline Pressure, so einer bin ich auch. Ja, das passt eigentlich alles. Player Settings. Captain, selbstverständlich ist Ramos Kapitän. Lange Free Kicks, ja, die macht der Bentaleb. Short macht der Neymar, nicht der Ibrahimovic. Der kann sich daneben stellen. Obwohl, nee, das ist auch Unsinn, ne? Ja, der Bentaleb. Ne, ja, Molenko, so. Und haben wir noch Left. Ah, die Free Kick. Die Ecken. Schießt auch Neymar, weil der Ibrahimovic soll da vorne drin stehen. Die Elfmeter darf er. Und Player to Join Attack war eben schon mit Ramos vollkommen richtig. So. Jetzt haben wir die Truppe aber richtig perfekt eingestellt. So, für den ersten Sieg. Freunde, für den ersten Sieg. So, wir suchen wieder einen Spieler. Ich hoffe, ihr bringt Geduld mit. Kann natürlich auch sein, dass wir sofort einen Gegner finden. Und zwar den von gerade. Ich meine, es war mal Level 4. Das war mir ein bisschen zu schwerfällig. Ne? Ich will nicht sagen unspielbar und ne. Aber trotzdem. Wenn man es besser haben kann. So. Sagen wir auf Twitter nochmal Bescheid. Damit die Leute auch mal kommen. Sollen doch alle zusehen. Mit Zlatan, ne, das ist falsch geschrieben. Mit Zlatan, mit Neymar, mit Sergio Ramos und mit, ja, mein Kater weiß schon, was ich jetzt mache, genau, irgendeinen witzigen Spieler aufschreiben. Und mit Willemsen, das war doch mein Linksverteidiger, oder? Der war doch ganz cool, den nehmen wir. So, zack, alle Leute sollen Bescheid wissen. An die, die schon da sind oder noch da sind, geiler Scheiß, freut mich außerordentlich. Kommentiert doch mal was. War das ein trauriges erstes Spiel? Ich meine, die Antwort ist ein klares Ja, aber hey, why not?
So, also, was schreiben wir denn allen anderen Interessierten? Ibrahimovic für 5 Spiele geniehen. Neymar, Ramos, Vidal. Und ist der gleiche? Nein, ist ein neuer Spieler. Ist ein neuer Spieler, cool. Vidal, Gomez, Van Persie, Jarmolenko habe ich ja auch noch. Jarmolenko gezogen. So, Trikots. Naja, die machen wir ein bisschen anders. Er soll in Sch Ich spiele jetzt mal in Schwarz gegen. Ja, das geht doch. So. Und Stadium kann ich mir immer wieder aussuchen. Guck mal. Homeground? Nee. Camp Nou? Nee. Giuseppe Meazza? Nee. Ich habe da eigentlich so eine Vorstellung. Maracana ist auch zu viel des Guten. Nee. Also im Trailer war es ja zu sehen. Da ist es. La Bombonera, Freunde. La Bombonera. Bestes Stadion aller Zeiten. So, was hat der denn so für Spieler? Kevin De Bruyne, den konnte man ja anfangs leihen. Ich glaube, den hat er genommen dann. Schmelzer, Nordwald ist nicht verkehrt, aber vorne wieder ganz pervers. Giroud, Pogba. Naja. Naja. Erstes Heimspiel. Ich stand links. Erstes Heimspiel. La Bombonera. Heimpremiere, ach, FSV Machtergreifung 33. Ein sympathisches Kerlchen. Müsste man eigentlich sofort sperren. Aber okay. Die Let's Playmakers 11. So, wegdrücken. Stimmung wird wieder vom Feinsten sein. Auf geht's. Come on! Neymar verzockt wieder. Winterleb verzockt wieder. Und super. Schmelzer gegen Vidal. Oh. Okay, da sind wir dabei. Und jetzt ist die Linie mal frei. Ja, genau. Och. Aber den Zweikampf können wir doch noch mal gewinnen. Wäre jetzt in dem Fall auch nicht unwichtig gewesen, um da vielleicht selber mal was zu entwickeln. Ja, bisschen Gefaxe machen, hilft nichts. Jockey. Aha. Was auch immer das für ein Achievement ist. Langer Hafer, da dürfte er gegen Ramos nichts anbrennen. Und trotzdem kommt der Ball irgendwie durch. So, jetzt mal Williamson. Hey, hast du gedacht? Och. Ui, macht den Mark Schwarzer da. Da bringt mal Ruhe rein, der Gute. Jawohl. Ach du Scheiße, ey, wieder hausgemacht. Und abseits. Immerhin abseits. Okay. So. So, Bewegung im Chat sehe ich aus dem Augenwinkel. Grüße an alle die, die jetzt dazugekommen sind. Immer noch kein Tor von mir am heutigen Abend. Aber hey. Mit Ibra, mit Neymar, mit Jarmolenko. Was eine Angriffsreihe ist das. Super geil. Da ist der gute Neymar. Zack. Und wieder kann er sich nicht durchsetzen. Also irgendwie. Ja, und dann kassiert man. Olivier Giroud. Just like that, würde ich mal behaupten. Ja, okay, das ist schläfrig. Und dann komme ich nicht in den Zweikampf. Trockene linke Klebe hier. In der Kamera sieht man es, glaube ich, super schön. Ah, oh, schön. Muss man dann vielleicht auch mal so, ne, akzeptieren. Ja, was fehlt mir denn heute? So, da ist jetzt Platz. Da ist jetzt Platz. Jawohl. Neymar. Ja, zack, ich mich da durch. Ja, Neymar. 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 Go! Wunderschön, Baby. Die Antwort.
Ah, lässt er mir die Szene auch durchlaufen. Fair Play von meinem Gegner. Ich hoffe schwer. Ja, irgendwie mogel ich mich da in den 16er und auch in den 5er. Und damit abgefeiert. 1-1. Hervorragend. Score from a shot on the run. Aha. So, das erste Tor des Abends, das erste Tor der Let's Playmaker Karriere mit PES 2017, das erste Tor des Tagebuches. An dieser Stelle mal Werbung fürs Tagebuch. Merkt euch auch den YouTube-Kanal, da wird alles zusammengetragen, auch ohne Live-Berichte. Ja, ui, 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 ui. Ruppig. Na, Willemsen möchte die rote Karte. Und es gibt nur die gelbe. Ja. Wilde Diskussion, aber ich glaube, die ist überflüssig. In der Wiederholung hätten wir es, glaube ich, gut gesehen. So. Und weil ich live bin, mache ich mal Faxen. Und zwar. Oder was ist denn hier? Zack, zack, einfach mal drauf. Wir wollen Neymar. Ui, der kommt sogar aufs Tor. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Und gut abgefangen. Hoffentlich bringt mich das jetzt nicht wieder in die Bedouille. Nein. Alles gut. So, Fußball spielen. Ja, schön. Ja, kein Zugriff. Und dann doch. Und immer wieder spielen meine Außenverteidiger mega offensiv. Versuchen wir mal Neymar da hinten zu erreichen. Jawohl, hat geklappt. Ja, Stop and Go oder Give and Go oder wie auch immer man das im Basketball nennt. Jetzt Neymar auf dem Flügel. Flanke, Ibra! Ui! Kommt nicht an den Ball. Aber Alex Vidal, schnellster Spieler auf dem Platz. Mogelt sich durch. Nein. Oh, Lücke! Ibra, wieder auf Neymar. Neymar, 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 Neymar. Abgefälscht. Uiuiuiui. Mann. Da war mehr drin. So eine Scheiße. Ah, erster Pfosten. Ibra, ganz hart. Leck mich am Arsch. Meine Herren. Und der Konter läuft. 3 auf 3, wenn es schnell geht. Das will keiner. Ja, sauber. Und Ramos gegen wer auch immer Kennedy ist. Souverän. Schöner Walzer. Zum Aufbau. Zum Konteraufbau. Ah, habe ich eher verzockt. Jetzt vielleicht doch. Vidal. Auf Ibra. Wieder auf Vidal. Da ist die Lücke für Jarmolenko geblockt. Fuck. Da war wieder mehr drin. Boah, stark. Nichts anbrennen lassen. Ja, schön. Jetzt mal verlagern. Georgiev, kenne ich nicht. Platzhalter-Spieler. Aber eine gute Grätsche hat er. Ja, Ramos, souverän. Und Schwarzer auf Nummer sicher. Oh, der ist wichtig. Der Ibra, der war wichtig, der Kopfball. Ja, kriegt ihn doch noch irgendwie weiter. Jawohl, Neymar, spektakulär. Ja, und da merkst du sofort, wenn ein 65er am Ball ist. Ja, ruckelt nämlich alles. Das ist nicht das Leck. Das ist der Spieler. So, 1-1 zur Pause. 1-1 zur Pause. Aber das lässt sich doch jetzt so langsam. Ja, guck mal hier. Was haben wir denn für eine Passquote? 84%, Freunde, bei ohne Passunterstützung. Ich betone es immer wieder gerne und kann es auch nur jedem ganz ehrlich ans Herz legen. Spielt ohne Passunterstützung. Holt euch das maximale Pro Evolution Soccer Spielerlebnis. Gebt dem Ganzen 10 Spiele Zeit. Am Anfang ist es ganz, ganz gruselig. Aber dann lohnt es sich. Dann lohnt es sich. So, jetzt kommt zweite Halbzeit. Der erste Sieg muss her. Jawohl, Escoda. Aufmerksam. Oh, Ibra. Immer wieder Alex Vidal mitnehmend.
Oh, der mogelt sich da nicht durch. Fehlt jetzt hinten. Ja, immer wieder diese gelupften Scheißpässe. Oh, das wird gefährlich. Am ersten Pfosten. Vor allen Dingen, weil Ramos da rausgerückt ist. Boah. Knappe 20 Meter, Schwarze auf dem Posten. Jetzt kann ich mal eine Strategie aussuchen. Man to man, genau. Bleibt alles schön an den Kaschmann dran. Zack. Hallo, Zugriff. Jawohl. Na. Kriegen da keine Kontrolle. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt kontern. Kontern, kontern, kontern. Ja, irgendwie jetzt. Nein! Abseitsfalle mal stellen. Gucken, ob das klappt. Irgendwie hat es geklappt. Jetzt mal schnell machen da. Rechter Flügel ganz frei. Ja, na, abseits, oder? Abseits, oder? Abseits, oder? Oh. Schieben wir den Gegner mal raus. Körper zwischen, jawohl. Ja, Molenko, bisher noch nicht so angekommen. Nein, nein, nein! Mit der Fußspitze dran. Und jetzt bin ich offen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ganz ehrlich, wie kann er denn da auf einmal so frei sein? Wer pennt? Ist es Sergio Ramos, die zusammen Europameister geworden? Oh, lässt ihn da einfach gewähren. Wat ein Dreck. Wat ein Dreck. Selbst ein Sergio Ramos ist nicht unfehlbar. Ja, den Haken mit Ansage. Oh, gut, dass da noch ein Rücken zwischen ist. So, zonal verteidigen. Genau. Lass die da am 16er sitzen und liegen und laufen. Jawohl. Nichts passiert. Okay. Offensiver ein bisschen. 60 Minuten gespielt knapp. Auch das zweite Spiel droht verloren zu werden. Oder kommt hier vielleicht mal ein Geniestreich von Ibra, hä? Ja, Willemsen denkt wenigstens mal mit. Ui, Ramos direkt mit einem Weltpass ins Nichts. Oh, das ist ein guter Ball, das ist ein guter Ball. Kommt schon! Och. Ja, einmal zu lange gewartet mit dem Abspiel mit so einem 65er. Giroud spielt jetzt Innenverteidiger. Nein, der war krumm. Wieder ein krummer Ball. Ja, Ramos, verteilt das Ding mal. Immer diese Fehler im Aufbau, die brechen einem irgendwann das Genick. Ja, langsam wird auch die Zeit eng.
Jetzt können wir alles nach vorne werfen, jetzt ist eh egal. Ja, kriegt er den? Neymar auch wieder sehr blass heute. Jetzt vielleicht mal. Das Tor natürlich ausgenommen. Aber vielleicht kann ich auch mit guten Spielern noch nicht so wirklich umgehen und entscheidende Szenen herbeirufen. Wie die jetzt vielleicht? Nee. Ja, versuch's spielerisch zu lösen mit den 65ern. Kommt der Pass an? Einfach mal quer übers Feld. Oh, tatsächlich. Ramos ist jetzt quasi zweiter Keilstürmer. Wegen voller Offensive. Nächster, oben ist kein Platz. Und dann wieder zu lange gewartet mit dem Ballverarbeiten. Abseits. Abseits. Hallo, abseits. Jawohl. So, nochmal die Linie knüppeln. Und da kann sich Jarmolenko oder wer auch immer nicht durchsetzen. Oder vielleicht doch. Na, den Einwurf da hinten an der Ecke von der Neymar noch. Komm, einfach mal reinknüppeln. Jawohl, langer Pfosten. Neymar, der gewinnt den Zweikampf nicht. Nochmal hoch und weit. Ibra gewinnt den Zweikampf nicht. Ja, kriegt den Ball nicht geklärt. Das sind so die letzten Zuckungen von den Let's Playmakers 11. Und das war's. Zweites Spiel, zweite Niederlage. Warum seid ihr noch hier? Warum seid ihr noch hier, ihr treuen Seelen? Ja, Giroud, Riesenbude. Und ich klick's jetzt weg. Denn langsam nagt's am Selbstvertrauen. Oh Mann, ey. Und die Ballbesitzstatistik von 64 in der ersten Halbzeit auf 51 in der zweiten Halbzeit runter. Das ist mager. Aber so ganz den Spielstil für mich habe ich auch noch nicht gefunden. Ja, hier Experience Points. Ganz toll. Ganz großartig. Ganz großartig. 0-1, 1-2. Kein guter Start in die Saison, aber hey, Hauptsache ihr seid dabei, Hauptsache ihr guckt zu. Neymar gezogen, Ramos gezogen, Alex Vidal ist ja auch nicht so verkehrt, aber ich glaube im Mittelfeld bin ich ein bisschen grützig besetzt. Hier nochmal für die, die sich später eingeschaltet haben, so sieht die Truppe aus hier, Marc Schwarzer, grundsolide, Alex Vidal, schnellster Spieler ever, so hier Ramos ist super. Neymar, ja, Jarmolenko hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Das, ja, der hat eigentlich auch gute Werte. Aber gut, vielleicht muss ich die Truppe ja auch noch finden, nicht wahr? Absteigen können wir jedenfalls aus der untersten Division nicht. So, klicken weiter und spielen einfach weiter. Ja. Neymar und Ramos gezogen und ich glaube, die waren beide aus diesen Bällen, die ich als Belohnung bekommen habe, dass ich 2016 schon so gesuchtet habe. Das waren dann zwei garantierte schwarze Bälle und das waren die dann. Und dann gibt es ja noch diesen garantierten Barcelona-Spieler 75+, das war Alex Vidal. Ist aber mit 79 jetzt nicht so verkehrt. Ja, und dann, glaube ich, gab es noch das ein oder andere, den ein oder anderen Grützball mit Gold und Silber, aber das ist dann nicht der Rede wert. Mario Gomez war noch dabei, der sitzt bei mir auf der Tribüne, um Geld zu sparen, kommt dann rein, wenn Ibrahimovics Leihe ausgelaufen ist. Mario Gomez hast du auch bekommen, also ich finde es cool. Mario Gomez finde ich geil, so als Typ. Und dann so ein 82er Keilstürmer beim 4-3-3 vorne, kann ja so verkehrt nicht sein. Was ich überhaupt überraschend finde dieses Jahr, ist, dass Free Agents dabei sind. Also quasi Spieler, die keinen Verein haben, sondern im Pro Evolution Soccer Kosmos ja dann nur in der Nationalmannschaft sitzen. Von daher, da an Mario Gomez zu kriegen, ist ja fast schon Geschenk des Himmels. So, Kater, komm, geh mal aus dem Wild. Ja, genau, leg dich woanders hin. Hier geht's um PES 2017.
So, und während wir wieder auf der elendigen Suche sind. Oh, schon wieder ist einer da. Wieder ein neuer Spieler. Ach du Scheiße, schon 572 Punkte. Na, heute kriege ich's knüppeldick. Aber hey, was soll's? Vielleicht das Dingen jetzt mal ein bisschen routinierter. Okay, Ronaldo, Robben. Wobei, ich glaube, Ronaldo nicht. Den hat er dann wahrscheinlich aus dem Team of the Year gezogen. Aber Robben war zum Laien. Ich glaube, den Arjen Robben hat er nur geliehen. Ist ja auch Wurst. Brian Fick. Wer auch sonst. Ist der Captain. Der alte Stecher. Piqué und Alaba. Ich glaube, Alaba hatte ich letztes Jahr. Ja, bester Linksverteidiger der Welt. Was willst du da? Ja. Muss man auch irgendwann haben. Muss man auch irgendwann haben. So. 4-3-3. Rose Park Stadium. Noch nicht Anfield. Die wird ja reingepatcht in ein paar Wochen. Oh, er nennt sich auch Liverpool FC. Wie einfallsreich. So, und jetzt versuche ich das Ganze mal ein bisschen gemächlicher anzugehen. Quasi Fußball spielen. Oh, ja, bringt sich selbst in Bredouille. Da muss man dann aber eigentlich da sein und explodieren. Wieder nichts. So, Ramos. Da war schon wieder die erste Lücke. Fußball spielen, Jungs, jawohl. Und dann mal den Zlatan suchen. Und den Zlatan suchen, ich sag's ja. Ja. Kein Zugriff, doch Zugriff. Oh, schönes Tiki-Taka, wenn man so will. Zlatan! Nein, auch da muss ich. Jarmolenko muss, nicht ich muss. Das ist das spielersfreier Wille hier. Muss dann da den Passweg doch energisch zumachen. Boah. Ja, da bringt Schwarzer Ramos in die Bredouille. Lücke ist da, Schwarzer ist da. Winter lebt er wieder. Zweikampfmonster. Aber jetzt mal ein bisschen mehr auf Kontrollfußball hier spielen. Ja, genau. Und sich dann im Spielaufbau selbst das Leben wieder schwer machen. Genauso brauche ich's. Und dann mal Neymar suchen. Oh, und so kriege ich den Einwurf schön verschenkt. Super. Läuft. Oh, der ist gut. Der ist gut. Jetzt muss man schalten. Nein, Mann! Doch, Mann, jetzt aber. Oh. Er hat aber mega Sahne, dass da aus der Grätsche nichts wird. Oh, Zuckerpass. Zuckerpass. Ich glaube, Ramos war es, der da gerade noch so mit der ultimativen Grätsche dazwischen kommt. Ja, drückt da auch weg. Ist leider gang und gäbe beim Online-Zocken, dass da keine langen Wiederholungen gezeigt werden. Schade, wenn man es hier mal ein bisschen cineastischer aufzeigen will. So, geblockt. So, und jetzt mal schalten. Ja, da vorne ist Ibra. Wer sonst? Ja. Oh. Och Mann, ey. Wieder kein Zugriff und wieder keine Kontergelegenheit. Wer macht den ersten Fehler? Sie sitzen momentan aus. Ja. Oh, schön, schön. Schön. Oh, mogelt sich da irgendwie durch. Nein! Der muss genauer auf Ibra kommen. Auf den Leuchtturm da vorne.
Ramos verschätzt sich. Und da braucht er einen Kontakt zu lang. Glück für mich. Ja, wieder Risiko im Aufbau. Wollte ich ja nicht mehr machen, aber hey, irgendwie kommt es dann immer wieder durch. Jarmolenko ist eine Wurst, habe ich schon mal gesagt. Konnte bisher noch zu keinem Moment hier irgendwie Stempel aufdrücken. Vielleicht jetzt mal über rechts. Vidal, eigentlich, ich habe es ja schon mal gesagt, die rechte Seite ist da super besetzt bei mir. Doppelt und toll. Bentale, Bentale. Vielleicht mal Abschluss? Nein. Wieder kein Abschluss. So, jetzt mal ein bisschen festsetzen hier. Bisschen festsetzen hier. Ja, Ibra, Alibi rauslegen auf Neymar. Ui. Oh, schön drunter durchgehüpft. Und vielleicht da mal Gorgiev. Ja, genau. Gorgiev kommt. Das ist der 64er im defensiven Mittelfeld. Den brauche ich da vorne bei so einer Situation. Also was ich auf jeden Fall mit meinen Coins anfangen werde, sind Mittelfeldspieler knüppeln in der Hoffnung, da kommt irgendwie so ein Dominator. Ich glaube, bei 2016 oder 15 hatte ich Pirlo. Das war eine Spielweide. Jeder Pass, ein Gedicht. Das hat Spaß gemacht. Ah. Da habe ich leider ein bisschen Pech gehabt. Vielleicht sollte ich da auch gleich mal gucken, ob meine ganzen Rechtsaußen- und Rechtsmittelfeldspieler nicht irgendwie umgeschult werden können als zumindest zentrale Mittelfeldspieler. Und mit diesem Gefasel überbrücken wir die Zeit Richtung Halbzeit. Wahnsinn. 0-0. Ja, für jemanden, der 530 Punkte hat, gegen jemanden wie mich, der bisher noch irgendwie so seinen Spielstil sucht, sieht der Kollege aber nicht so gut aus. 70 zu 30 Ballbesitz. Also, alte Van Gaal-Schule. Momentan. Viel Ballbesitz, wenig Ertrag, wenig Drang nach vorne. Der Ball kommt wieder ins Nichts. Toledo. Gut, dass das nicht CR7 ist in der Szene. Flanke geblockt. Boah. Ganz elegant gelöst mit der Brust. Und jetzt mal schalten da. Vidal, jawohl, komm, gib ihm, bist doch schnell. Bist doch schnell. Umständlich wieder. Umständlich, aber vielleicht doch noch ein bisschen Gefahr. Nein. Oh, CR7. Mit der 22. Ja, kann er sich ruhig kaputt rennen. Schöne Verlagerung auf Robben. Ui, süßes Ding. Oh, Ibra, Ibra vielleicht mal mit einer goldenen Szene. Escoda kennt kein Mensch. Ibra wieder am Ball und das ist Tor. Yes! Wird natürlich weggedrückt. Ihr kennt das selber. Aber Ibra, wunderschön. Da war da der goldene Moment. Leitet die Szene selbst ein. Und wenn dann selbst ein 64er so ein Tor vorbereitet kriegt, dann muss die Vorbereitung zur Vorbereitung schon gut gewesen sein. Wunderbar. Oh, erste Führung in der Karriere des Let's Playmakers hier bei 2017. Oh. Nix. Robben nach innen ziehen lassen. Ältester Trick. Nicht bei mir. Oh, mit vereinten Kräften. Wunderbar. Befreiungsschlag verhungert. Wird abgefangen. Okay, da ist jetzt Platz auf rechts. Jawohl. Jarmolenko. Jarmolenko geht. Jarmolenko, da ist endlich mal Platz für den Ukrainer. Gib ihm jetzt. Come on. Ah, da gehen wir auf die Flanke. Verhungert. Oh, so, Führung. Erste Führung. Das muss da jetzt mal
Selbstvertrauen geben für die Truppe. 60 Minuten gespielt. Oh, Fünfer, ganz frei, nein. Rob gegen Vidal, jawohl. Da ist Neymar, verzockt. Vidal im Nachfassen für mich. Schiedsrichter, jawohl, sehr aufmerksam. Ganz unaufgeregt. Ganz unaufgeregt, der Fehlpass ins. Oh, völlig unnötig. Also mal ein Schritt defensiver. Jawohl. Taktische Optionen von PES 2017 auch immer schön nutzen. Sucht er die Lücke. Und findet sie nicht. Zu diszipliniert die Truppe. Wahnsinn. Van Gaalsche Schule, sag ich ja. Jetzt mal ausschwärmen. Über Vidal da rechts. Komm, Platz. Ganz viel Platz. Meter machen. Ibra suchen. Der schläft. Oder orientiert sich in der Szene falsch. Ja, hast du gedacht. Kannst einfach in die Mitte ziehen. Ne? Nix. Neymar. Kann auch nix. Fehlpass-Festival da jetzt. Ja, keiner kann sich da so recht entfalten, aber ich mit 1-0 im Rücken, jetzt soll ich mich ärgern. Ja, abgefälschte Flanke. Nein, wenn er den kontrolliert. Wenn er den kontrolliert. Hätte, wenn und aber. Ja, Neymar jetzt mal 1 gegen 1. Ecke, Ecke, jawohl, jawohl. So, und ich habe ja eben schon Zonendeckung in der Defensive angeklickt. Ich könnte jetzt auch mal hier, machen wir den Far Post. Mal eine Strategie für die offensive Ecke wählen. Genau, Far Post, langer Pfosten. Also auf dem langen Pfosten das Ding schlagen. Hat ja super funktioniert. Oh, der kann teuer werden. Oh, der, doch nicht. Ramos passt auf. Der kann jetzt aber teuer werden. Aber spielt er zu hektisch aus. Sauber. Und direkt hier rechts unten ist der Jarmolenko noch ganz frei. Oh, traumhafter Abschlag von Marc Schwarzer. Perfektes Ding. Und da geht doch auch jemand. Bentaleb, der ist gierig. Der will das Ding entscheiden. Und zwar auf Ibra. Nein. Ja, wollte ich den Konter unterbinden. Das war eigentlich nicht notwendig. Jarmolenko kommt viel zu spät. Ja, schön defensiv stehen. Gelbe Karte für den Ukrainer. Oh, oh, da fehlen Zentimeter. Da fehlen Zentimeter. Jetzt, jetzt umschalten. Ja, tief. Ah, schade. Ratzfatz, da explodiert. So, und wieder vorne. Keine einfachen Bälle zulassen. Ja, genau. Nämlich die nicht. Nämlich die nicht. Ibra, brech durch. Will der Jarmolenko mitnehmen. Aber hey, wir sind in der Nachspielzeit. Das Ding haben wir im Sack. Das Ding haben wir bitte im Sack. Ja, sage ich zu laut. Sag ich zu laut. Letzte Minute. Und er sprintet ins Aus. Jawohl. Riecht nach Überraschung. Riecht hier nach Riesenüberraschung. Wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, der Kasper mit 350 Punkten, nämlich ich, holt den Sieg gegen den mit 535. Ja, ja. Never count out the playmaker. Never count me out. So, wunderschön. Erster Sieg. Schön, dass ihr live dabei wart. Wem gefällt es bisher? Ja, wer ist selber PES-Zocker? Einige haben ja schon im Chat entsprechend reagiert. Warum habe ich schon so geile Zocker? Naja, im Endeffekt ist, man kriegt einige gute Spieler so gesehen am Anfang geschenkt, ne, damit man so ein bisschen reinkommt und nicht mit lauter 64ern spielen muss. Und ich hatte noch den Vorteil, dass ich 2016 ziemlich hart gesuchtet habe und dann kriegt man da auch nochmal zwei Bälle, beziehungsweise kriegt man auch nochmal Bälle geschenkt, also quasi Spieler geschenkt. Basierend auf dem Ergebnis von 2016. Und da hatte ich eine richtig tolle Truppe und habe nochmal zwei Weltklasse-Spieler geschenkt bekommen. So. Das einmal runtergepredigt.
Oh, für einen Sieg 4500 Coins geht er jetzt richtig durch die Decke. Hervorragend. So, und jetzt kann man sehen, eben, ne, der Trainer habe ich ja angesagt, wenn man da mit dem irgendwelche Ziele erreicht, kriegt man den umsonst verlängert. Der ist aber auch dementsprechend scheiße, deswegen ist der leicht zu verlängern und wird wahrscheinlich auch sehr bald eh ersetzt. Ja, aber wir sind am ersten Abend, ne? Das PES 2017 Mein Club Tagebuches, Freunde. Folgt hier auf Twitch, unten links, quasi unter meinem Channel könnt ihr auch den Panel-Button hier fürs My Club Tagebuch anklicken, um auf YouTube zu folgen. Da werden die ganzen Livestreams am Ende auch verlängert, damit ihr sie nachgucken könnt, ja, oder wenn ihr eine Saison, einen Spieltag verpasst. Nicht wahr? So, nächstes Spiel, wir sind noch lange nicht am Ende. Endlich ist es da, Pro Evolution Soccer. Sollten FIFA-Freunde zugucken. Seht's mir nach, ja, in meinen Augen das beste Fußballspiel aller Zeiten. Und ich bin zurück auf 400 Rating gesprungen durch den Sieg. Juhu! Ich bin wieder da. Endlich wieder Pro Evolution Soccer. Soll den Transfermarkt zeigen. Moment, ich kann gerade nicht abbrechen, die Suche. Was meinst du denn genau mit Transfermarkt? Den Scoutmarkt oder was? Wie man sich einen Scout zusammenstellt, der dir dann einen Spieler sucht oder was? So, jetzt kann ich canceln. Machen wir das doch mal, ne? Wenn der gute Plüschi sich die Mühe macht, hier mal im Chat nach den Transfermarkt zu fragen, warum denn nicht? Können wir theoretisch? Ja, okay, obwohl, habe ich noch Platz? Ich glaube, ich habe sogar noch Platz. Contracts ist das. Also, ne, wahrscheinlich kennst du das schon so ein bisschen. Du kannst Spieler leihen, du kannst einen besseren Trainer holen hier unten, kannst deinen Kader vergrößern, hier kannst du Agenten kaufen und hier kannst du Special Agenten oben rechts, ist jetzt ausgegraut, nutzen. Das wären die ganzen Team of the Year Dinger, die man am Anfang geschenkt bekommt. So, und wenn du mit Scout den Transfermarkt meinst, dann gehen wir mal drauf. Ach, guck mal, genau. Ja, okay, das meinst du wahrscheinlich. Man kann Scouts jetzt kaufen und verkaufen, um sehr gezielt nach Spielern zu suchen. Das war ja immer so ein bisschen Kritikpunkt bei 16 oder bei 15 und 16. Man konnte sich nicht so gezielt seine Spieler zusammensuchen. Ich kann da mal reingehen hier. Auktion. Was kann man denn machen? Ah, guck mal, man kann sich einen Kolumbianer holen. Ui, für 21.000 GP. Das ist hart. Gucke ich jetzt auch zum ersten Mal rein. Einen aus der argentinischen Liga, einer, der gut dribbeln kann. Ja, da muss man halt mal schauen, wie sich in den nächsten Monaten die Preise auch entwickeln. Ne? Wahrscheinlich wird man irgendwann dann wieder im Internet, so war es bei 2016, da war es eher ein kleiner B Bug, der genutzt wurde, aber denke ich mal, dass man sehr schnell hier eine Komplettlösung findet, wie man jetzt, sagen wir mal, Gareth Bale wiederbekommt, dann, ne, ein Waliser und so weiter. So wird das dann wieder laufen. Was ich aber jetzt nochmal machen kann, ich kann einen Spieler verpflichten und zwar mit Scouts, die ich mir erspielt habe über die letzten Spiele. Na super. Das ist für ein Torwart, das ist für einen Stürmer und mein Linksaußen ist Neymar, also ist das eigentlich sehr unsinnig. Brauche ich alles nicht nutzen, komm. Sparen wir uns vielleicht ja auch hin und wieder mal den einen oder anderen Scout verkaufen. Muss ich mich auch nochmal reinlesen und mal reingucken. Nein, ich will den Menümodus hier nicht verlieren. So. Jetzt suchen wir nochmal ein weiteres Opfer, nicht wahr? Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, werter Plüschi. Boah, mein Kater ist auch wieder super Timing hier. Fett auf der Tastatur liegen. Ja, da wunderst du dich jetzt auf einmal, dass ich dich hier wegschiebe, ne? Meine. Denken auch, sie sind immer hier die ultimative Schöpfung, Krönung und so, die Katzen hier. Ey, was ist los? Ja, was denn? Mein Gott. So. Oh, scheiße, nicht auf Suchen geklickt, das war doof. Aber bisher geht das ja eigentlich. Nee, also Spieler verkaufen, glaube ich, wurde im Vorfeld auch bestätigt, geht nicht.
Du kannst sie immer nur abstoßen und dann kriegst du wieder GP dafür. Also du kannst nach wie vor nur Scouts handeln, um dann halt wieder Spieler gezielter zu suchen. Ich muss ja gestehen, ich finde es auch ein bisschen blöde, dass man begrenzt ist und nicht wie bei Ultimate Team zum Beispiel unendlich viele Spieler sammeln kann. Weil wenn man dann irgendwann, so ging es mir bei Ultimate Team vor Jahren immer, du hast alles gesammelt, hast erst mit der besten Truppe gespielt und irgendwann hattest du halt Bock, die Special Teams aufzustellen. Und das geht bei PES ja dann irgendwie nicht, weil es zu teuer ist, einen 150-Mann-Kader zu halten. Und so kannst du dann nicht am Ende sagen, oh, ich habe ich mal Bock auf eine Truppe aus lauter argentinischen Legionären in der Schweizer ersten Liga. Keine Ahnung. Das ist irgendwie dann nicht so witzig. Von daher erschließt es mich mir auch vom Design her nicht, da zu sagen, man darf nur 30, 35 Spieler in seinem Gesamtkader haben. Also von daher, das finde ich ein bisschen hinderlich. So, und jetzt suchen wir wieder einen Spieler. Eben ging es ja relativ schnell, nachdem ich ja nach dem ersten Mal suchen schon Sorge hatte und der hat nur 330 Punkte und plötzlich gehe ich als Favorit ins Spiel. Guck mal einer an. Paris Saint-Bac. Schauen wir mal. Der Ladebildschirm geht mir übrigens viel zu schnell weg. Du kannst ja gar nicht wirklich studieren. Dafür ist der ja da. Geht das viel zu schnell weg, um zu gucken, was mein Gegenspieler so, ja, was den ausmacht. Aber okay, er hat auch Neymar gezogen und hat auch Ibrahimovic ausgeliehen. Und hat auch Marc Schwarzer am Tor. Ja, das ist ja richtig geil. So, Stadium, Freunde, wie immer gehen wir hier ins La Bombonera. Was sind General Settings? Ach, ich kann den Ball noch. Oh, mal einen anderen Ball. Haben wir mal Bock auf einen anderen Ball? Da sagt jetzt, glaube ich, keiner von euch nein, oder? So, das ist der Classic-Ball. Die sehen alle sehr aus wie aus 2016. Ja, auch. Ja, da hat sich leider nicht viel getan. Okay, seien wir ehrlich, wen interessieren die Bälle? Ach, der 20 Jahre Anniversary von 2016. Nehmen wir mal den Adidas hier. Zack, Stadium habe ich, Strip sieht gut aus. Und klicken. Klicken und zocken. So. Viertes Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Viertes Spiel, Freunde. Zwei enge Niederlagen, ein knapper Sieg. Und jetzt sollte es doch mal Richtung Siegesserie gehen. Traumhaft. Ich habe so ein wunderschönes Logo. Photoshop für alle. So, wunderschöner, strahlender Sonnenschein hier. Und jetzt können wir Fußball spielen. Bentaleb. Ja, mal Ibrahimovic suchen, aber Neymar finden. Da gibt ein erster Aufschrei durchs Stadion. Harter Zweikampf da am Fünfer, aber Neymar ist auch so ein etwas zerbrechlicher Spielertyp, wenn ich das mal so sagen darf. Voilà, Befreiungsschlag, der Kopfball war wichtig. Neymar, ja, und jetzt mal draufgehen auf die Viererkette. Und jetzt schlägt's mal den mal hinten rein, Neymar! Ui! Ja, den 20 Meter vom Tor nicht zu attackieren. Ist ja fast schon unverantwortlich und dann drückt er leider die Wiederholung weg. Schade. Schade. Da. Ja, genau. Der will Fußball spielen, der Kollege hier. Das ist erfrischend. Genau. Und dann doch langer Hafer. Aber gut, wenn man so einen Schlachtturm da Ibrahimovic vorne drin hat, wer will es ihm übel nehmen? Ja, und da macht er sich das Leben selber schwer. Neymar nimmt Gorgiev mit. Er kann rüberlegen, wieder auf Neymar. Nein. Gute Szene. Oh, Robinho, Hallöchen. Also wenn das der Robinho ist. Illustre Truppe.
Blitzmarschhalten da. Bentaleb. Schön, jawohl, gute Bewegung. Ja, kann ich. Ja, kann sich irgendwie durchmogeln. Und dann doch nicht. Ja, schön abgegrätscht. Dürfte Alex Vidal gewesen sein, mein Rechtsverteidiger. Ja. Wieder langer Hafer, wieder auf Ibrahimovic. Chana ist da. Skoda, mhm. Die Dinger können nämlich immer sehr teuer werden, wenn man. Ja, die auch. Wenn man sich im Spielaufbau da schludrig verhält. Ramos als Ausputzer hin oder her. Oh, Jarmolenko, ui. Artistisch. Und Williamson hat er auch noch, jawohl. Ja, da sind einige Spieler in beiden Teams vertreten. Witzigerweise. Ja. Oh. Ja, das dürfte die erste gelbe Karte des Spiels werden. Ja, komme ich mit der Grätsche ein bisschen zu spät, aber bevor er mir da auf die Viererkette zumarschiert, lieber die Axt rausholen. Ja, ui, schön. Ja, genau, gar nichts. Hat man noch ganz klar gesehen, das war gar nichts. Ah, Escoda. Bin ich froh, wenn ich den ersetzt habe. Ja. Och, Schwarzer, du bist doch eine Wurst. Du bist doch eine ultimative Wurst. Ey, wie kann der diesen Gümmelfreistoß so scharf machen? Oh, kriege ich ja schon wieder die Krise. Jetzt vielleicht Kontermöglichkeit. Zlatan verzockt es. Ja. Und der Zlatan auf der anderen Seite holt da Kopfball um Kopfball. Und ermöglicht so die zweiten Bälle. Oh, wieder kein Zugriff. Na, wieder durchgemogelt. Escoda diesmal. Ne. Also dafür, dass er so wenig Punkte hat, kann ich mich hier noch 0 in Szene setzen. Mal langer Ball, Neymar. Oh, der kommt gut. Oh, der kommt gut. Und da ist jetzt Platz. Durchbrechen. Ja, ja, Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Völlig, völlig unnötig da zu lupfen. Ach, wie ärgerlich. Aber da kommt wieder diese Arroganz in mir durch. Ja, man will ja auch schöne Tore machen und so. Ja, völlig unnötig. Muss eigentlich das 1-0 sein in der Szene. Aber gut. Hat wenigstens mal. Ui, ui, da lässt er ihn aber schön ausrutschen. Boah. Ja, der Pass an den 16er mal gar nicht geklappt. Ja, Neymar gegen Vidal. Aber mein Außenverteidiger bleibt Sieger. Und jetzt mal mein Neymar auf der anderen Seite. Gut. Fehlpass, viel zu harter Steilpass, nicht zu erreichen da für Robinho. Und wieder über die Flügel. Das Spiel verlagern. Neymar im Kopfballduell, okay. Keine so clevere Idee. Ramos rückt raus. Energisch, sehr gut. Und schalten jetzt, da ist Platz. Ja, da ist sehr viel Platz. Neymar. Auf geht's, wieder durchbrechen, jawohl, den kriegen sie nicht gestellt. Und ich krieg's nicht ausgenutzt. Oh, wie schwach. Oh, da möchte der Kollege mal umstellen. Gehen wir auch mal rein, ne? Warum nicht? Oder warum eigentlich? Ja. Ich gerade mal was gucken. Ah, Pass-Support ausgestellt. Ne? Nur damit das mal seht. Hatte gerade das Gefühl, ja. Ein Pass kam zu genau, hat mir schon Sorgen gemacht, dass sich das irgendwie wieder zurückgestellt hat. Nein, ohne Pass-Assist, an dieser Stelle nochmal erwähnt. Und an dieser Stelle auch empfohlen für ultimativen Spaß. Ne? Es kann sich nicht belohnender anfühlen, ein Tor herauszuspielen, als wenn man ohne Pass-Assist um die Ecke kommt.
Ja, das hat sich ja gelohnt. Wird sofort abgepfiffen. Halbzeit. Pass ist completed. Da sind wir beide ganz ordentlich dabei. 53 Ballbesitz für mich. Ja, bisher ein Spiel an Highlights. Dementsprechend sind meine Katzen auch im Koma. Also ein bisschen im Koma, ne? Ja. So, an dieser Stelle, wo der Kollege sich hier wieder sehr viel Zeit zu lassen scheint. Nee, doch nicht, aber trotzdem Shoutout in den Twitch-Chat gerade. Schön, dass ihr dabei seid. Rege Teilnahme erfreut natürlich zum Saisonstart meines MyClub-Tagebuches. Geplant. Oh, da ist eine Lücke. Schwarzer passt auf. Ja, sehr gut aufgepasst, Marc. Sauber. So, geplant ist eigentlich so jede MyClub-Aktivität im Livestream irgendwie festzuhalten. Um da mal zu schauen, wie lange habe ich Bock, wie lange habt ihr Bock zuzuschauen, wo geht das Ganze hin? Na, am Ende Division 1 vielleicht, ja? Ja, komm, verzockst. Ja, schön das Leben schwer machen. Neymar, nein! Oh, schöner Körpereinsatz. Oh. Ja, jetzt kann er da frei auf die Viererkette zu und sich da durchmogeln. Nein. Was ist jetzt? Was will er mir jetzt erzählen? Foul! Och bitte! Lächerlich! So, Zlatan, nicht ungefährlich! Nicht ungefährlich da, der geschenkte Freistoß. Da ist der gute Ibra ein bisschen gefrustet. So, versuchen das Ding wieder spielerisch aufzuziehen. Jawohl. Ja, Molenko kommt wieder in keine gute Szene. Jetzt vielleicht mal, da hat der Außenverteidiger gepennt. Nein. Oh, gut. Guter Einsatz. Guter Einsatz vom Ukrainer. Jetzt Marsch. Oh. Ist die Lücke noch da? Die Lücke ist noch da. Jamolenko. Na, kann den Ball nicht kontrollieren. Control Reality steht oben auf der Bande. Das wäre mal schön gewesen, wenn der gute Jamolenko da die Reality kontrolliert hätte. So. Abseits. Beziehungsweise Verteidigungslinie weit nach vorne geschoben. Irgendwo habe ich jetzt hier doch Bock, das Spiel zu gewinnen. Zlatan holt den Kopfball, holt dann auch den Fehlpass. Zlatan mogelt. Ja, okay. Nicht sanft genug gepasst. Ich stelle offensiver. Hab da vielleicht rechts unten bemerkt. Irgendwo will ich das Spiel jetzt gewinnen. Wenn ich sehe, der hat nur 300 Punkte. Favoritenrolle und so. So, wieder langer Hafer, weil Ibrahimovic da nach dem Abstoß irgendwie immer frei ist. Bentaleb, da ist doch jetzt mal Platz für eine gute Flanke. Jetzt kann er vielleicht sogar den Abpraller kriegen. Ich komme nicht zu einem gefährlichen Abschluss. Aber lasse auch nach hinten wenigstens nichts anbrennen. Knapp 60 Minuten rum. Ja. Right. Der erste Pass kommt nicht so genau an, dass daraus Gefahr entstehen kann. Und dann wird es im Mittelfeld eng. Oh, Neymar, schön dazwischen gespritzt. Und wieder nicht. Oh, schneller Freistoß. Noch, komm, lass mich den doch schnell ausführen. Ja gut, okay. Dann langer Hafer auf Zlatan. Genau, schön hoch die Dinger. Zack, Kopfball holen. Und dann zweiten Bälle. Okay. Weder noch. Ja. Titscht. Georgiev. Brotloser Lupfer auf Jamolenko.
So, den Fehler vielleicht mal verwenden. Nein, jetzt wieder ein Fehlpass. Also, Passquote dürfte sich von 70 für uns beide verschlechtert haben. No, da war wieder mehr drin. Oh, der war stark. Oh, der war nicht schlecht. Neymar. Ja, Neymar. Aber Escoda rückt gut raus. Kein nach innen ziehen. Jetzt mal durch. Ja. Yarmolenko. Ja, Yarmolenko. Bentaleb. Yarmolenko, schönes Zusammenspiel. Jetzt wird gefährlich. Und was ist das für eine Flanke aus der Hölle? Oh. Ja gut, da darf ich vielleicht nicht mit Flanken flanken. Das muss man dann über den hohen Steilpass lösen. Oh, Katastropheneinwurf. Gorgiev kann was draus machen. Ja, vielleicht nimmt Willemsen mit. Flanke an den Fünfer. Ich krieg keine Torgefahr rein. Ja, auch sein Zlatan läuft sich hier fest. Und Ramos kocht ihn ab. Schön. Und befreit mit einem öffnenden Ball. Oh, da fehlt das letzte Fünkchen, um da in eine Torabschlusssituation zu kommen. Zlatan gegen Ramos. Ja, kommen beide nicht entscheidend an den Ball. Befreiungsschlag mit Unterschnitt. Jetzt werden die Lücken auch größer im Mittelfeld. Beide Teams müde, sieht man. Kann ich vielleicht noch einen Stich setzen? So nicht. Mit Ballverlusten sicher nicht. Vielleicht nochmal über Zlatan. Auch hier nichts. Nächster Fehlpass. Meine Herren, was ein krampfiges Spiel. Ja, auch er immer gut dabei beim Volldurchdrücken. Ich gebe jetzt nochmal alles. Alles nach vorne werfen. Nochmal Zlatan suchen. Kann der nie schaden. Nochmal Zlatan suchen. Ja. Skoda. Ja. Sobald er da aus der Zone rauskommt, ist das Spiel vorbei. Und wir grützen uns zu einem enttäuschenden Heim 0:0. Ja, trauriges 0:0. Aber ich sehe, hier ist eine schöne Bewegung im Chat. Endlich geht's los. Alle, die FIFA gut finden, kriegen jetzt gehörig die Hucke voll von den PES-Fanboys. Finde ich immer wieder gut. Aber habt auch noch ein Auge aufs Spiel, ne? War gut, ne? War ein super Spiel. Okay, ja, okay. War ein gutes Spiel. Gümmeliges 0-0 gegen jemanden mit 330 Punkten. Ich sollte mich etwas schämen. So steigt man nicht auf. Ach, okay, das ist auch neu dieses Jahr. Schau mal an. Rookie bin ich. Fewer than 10 Games. Okay, ob ich die 10 Spiele heute Nacht noch voll kriege, weiß ich jetzt eher nicht. Aber egal. Noch bleiben wir am Ball. So, wieder einen schönen Scout verpflichtet. Mal eine andere Frage in den Chat, ja, bevor wir uns jetzt hier alle hässlich finden wegen FIFA versus PES. Ist bei euch immer noch heiß oder ist mittlerweile der Regen irgendwie gekommen, ist der Wind gekommen und es kühlt merklich ab, wie der Wetterbericht uns das verkaufen möchte? Ich bin ganz froh, dass es ein bisschen abgekühlt ist. So, und was ich eben gemerkt habe, so, Spieler werden müde. Jetzt kann man auch mal anfangen, sie zu schonen. Ich könnte den jetzt hier, hier, wo ist es? Da, ich könnte den Stamina Recovery geben und so. Das mache ich aber natürlich nur bei den Superstars, nämlich er hier. Genau. Neymar kriegt sie. Und hat dann wieder volle Ausdauer. Aber hier die ganzen anderen Grützer, die können ja ruhig mal auf die Bank. Nämlich hier der Willem. Kann man den... Ne, anregistern wäre ja Unsinn. So, jetzt gucke ich mal hier. Habe ich noch einen Linksverteidiger auf der Bank irgendwo? Ja, habe ich noch genug. So, er kommt rein.
Der Willem kommt raus. So. So, hier diese beiden 62er, die können ja eh ohne weiteres ersetzt werden. Gorgiev, ja, was ein Tank. Marschiert da im Mittelfeld. So. ZDM 59 tut auch keinem weh. Jarmolenko kommt raus. Und zwar für. Guck mal hier, da ist er jetzt zum ersten Mal. Sandro Ramirez darf mit Fußball spielen. So, und bei den anderen. Ja, jetzt muss ich ja leider auch den Alex Vidal mal rausnehmen. Weil der so müde ist. Ramos, als Innenverteidiger läuft man eh nicht so viel. Chana wird mal ein Spiel geschont. Komm. Man muss die Truppe ja auch ein bisschen bei Laune halten, nicht wahr? Neuen Gegner suchen. Ach, ich bin sogar schon aufgestiegen. Man kriegt ja den ersten Aufstieg, kriegt man ja geschenkt. So, und während mein nächster Gegner gesucht wird, lese ich jetzt tatsächlich im Chat mal nach, was eure Probleme sind. Was haben wir hier? Viele Offenbacher, obdachlos, aha, Gameplay ist scheiße. Ah, ja, okay. Der übliche Quatsch. FIFA wird immer größer sein. Ja, das glaube ich, wird sich auch nicht ändern. Da ist viel zu viel Macht und Markenbildung hinter. Aber dass sich PES seit 2015 positiv entwickelt, kann, glaube ich, auch keiner abstreiten und hat sich so ein bisschen wieder auf dem Fußballmarkt etabliert. Also ich persönlich bin mit 2015 zurückgekehrt zur PES, bin sehr glücklich damit. Aber hin und wieder mal so eine Session mit Kumpels abends FIFA, die geht auch noch. Ist ja dem einen oder anderen auch sehr wichtig, die zweite schwedische Liga spielen zu können, ne? Von daher ist das, wie es ist. Aber was ich dann wieder sehr gut finde, ist, dass sich Konami da jetzt im ersten Schritt nur auf der PS4, aber generell trotzdem immer wieder Gedanken macht, wie kann man denn gut editieren, wie kann man die Community gut unterstützen. Und auf der PS4 habe ich, glaube ich, dieses Wochenende den ultimativen Patch irgendwo im Internet, lade den runter und mit wenigen Klicken habe ich den auf meine Konsole gezogen und habe dann die komplette Premier League, die Bundesliga und so weiter alles drin. Von daher bin ich da recht entspannt. Was ist, oh, unable to find opponent. Was ist los? Alle schon im Bett? Kann doch nicht sein. Kann und darf nicht sein. Ich möchte hier unbedingt noch durchstarten. Aber was ich an dieser Stelle mal festhalten will, wo hier gerade ein bisschen Entschleunigung eintritt durch den nicht vorhandenen Gegner, ist gerade so mein Zuschauer-Highlight meiner Streaming-Karriere, ne? Also von daher alle, die gerade live sind, die das hören, später von mir aus auch auf YouTube dann mitbekommen, ganz dickes Dankeschön fürs Zuschauen. Macht direkt mal deutlich mehr Spaß, wenn man Bewegung hat im Chat, als auch hier bei der Viewerzahl. Als wenn man nur mit drei Leuten streamt und davon meldet sich keiner im Chat. Von daher dickes Danke. Hoffe, ihr kommt auch wieder. Folgt entsprechenden Kanälen, um nichts zu verpassen. So, fürs Erste bin ich erstmal top motiviert hier mit PES 2017. Aber auch, wer es noch nicht mitbekommen hat, mit NHL 17 auch da der Ultimate Team Modus. Da mal ein bisschen steil zu gehen. Ja, so gesehen hat die Gaming-Saison ja jetzt begonnen. Na, die Sonne geht langsam weg. Man kann wieder schön zocken. Und jetzt bitte einen Gegner finden. Was ist denn da los? So, und im Übrigen, ja, wer nach der besten Social Media Plattform der Welt sucht, der landet ja zwangsläufig bei Twitter und kann sich dann auch gerne bei mir melden. Und mal Hallo sagen, 140 Zeichen Spaß, Anna Freud. Ja, International Superstar Soccer, da werde ich sofort hellhörig. Damit hat diese ganze Videospiele-Scheißsucht hier doch angefangen. Ja, das war noch Fußball, genau. Galfano. Ich habe ein Trikot im Schrank, wo ich mir extra Galfano hinten drauf gemacht habe. Das ist noch echte Liebe. Schön auf dem Super Nintendo, später auch ISS 64 und so weiter. Ja. Das waren große Zeiten. Da waren nur falsche Namen. Auch super, trotzdem super.
So, jetzt, oh, Thunderbolts, jetzt endlich. Genug gefaselt hier. Entschuldigt mich mal kurz. Aus dem Chat nehme ich jetzt wieder vor den Fernseher. Schau mal einer an mit den Thunderbolts. Schönes Trikot. Dani Alves als Captain. Wen hat er sonst noch? Honda. Javi Hernandez dürfte von Leverkusen der Kollege sein. Fabianski im Tor ist auch nicht verkehrt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt auf den ersten Blick ist da jetzt kein ultimativer Superstar dabei. Also kein Ibra, kein Neymar, kein Ronaldo, den wir heute Abend auch schon mal gesehen haben. Und wir gehen ins Spiel. Und ich hoffe, ja, oh nee. Ja, erster Disconnect des Abends, großartig. Und es scheint mir als Sieg angerechnet worden zu sein, weil ich habe hier ganz viele Experience Points bekommen. Jetzt bin ich zudem auch mal gespannt. Ja, wurde mir als Sieg gewertet. Da steht's. Match has been disconnected. Opponent has disconnected. Heißt auch, und ich denke mal, es gibt jetzt hier eine große Abschiedsfeier, dass uns Zlatan Ibrahimovic verlässt an dieser Stelle. Na, kommt jetzt die Info, Zlatan Returns, whatever, ausgeliehen für 5 Spiele zum Einstieg in die Saison. Da hat Konami mal den Gönner raushängen lassen. Na, wo kommt die Info? Wo kommt die traurige Info? Sie kommt einfach gar nicht. Nee, warte mal. Immer noch, ey, das ist ja lustig. Wurde als Sieg gewertet, aber ich habe keine Verträge verloren. Hey, Konami, sehr gut gemacht, sehr schön. Das war, glaube ich, auch bei 2016 anders, oder so? Hat mich auf jeden Fall immer arg genervt. Oh, Moment, Moment, Moment. Gehen wir nochmal zurück in den Aufstellungsbildschirm. Vielleicht haben jetzt auch alle dadurch durch so ein halbes Spiel wieder an Fitness gewonnen. Haben die echt an Fitness gewonnen? Bin mir unsicher. Hab jetzt nicht so ganz drauf geachtet. Ist auch Wayne, dann halt nicht. Spielen wir mit der gleichen verbesserten B11. Gehen wir nochmal hier in die Gegnersuche. So, Aufstieg haben wir schon sicher, wie eben gesagt. Und bitteschön. Na, dann gucke ich mal wieder in Chat, na? FIFA ist scheiße, PES nicht und Pro Evolution Soccer ist sowieso geil, International, whatever, wo sind wir gerade? Ach ja, ihr und euer FIFA. Ja, My Club ist Foot. Ja, natürlich ist es so. Also ähnlich. Es ist ähnliches Konzept, um dem einen oder anderen auch echt Geld aus der Tasche zu ziehen, aber ist ja nur legitim. So, komm, find mir einen Spieler. Find mir einen Spieler, mit dem ich durch die Nacht Tiki-Taka machen kann. So. So, jetzt gucken wir mal, während der Gegner gesucht wird und ihr euch gegenseitig hier im Chat Kasala gebt. Wie denn heute die Euroleague so gelaufen ist. Schalke gewinnt in Nizza bei Lucien Favre. Das ist doch mal schön. Mainz ganz kurzfristig noch den Sieg aus der Hand gegeben. Das ist schade. Drexbull hat verloren. Das ist immer schön. Amsterdam gewinnt in Athen. Aha. Gegner gefunden. Jawohl. Das freut mich. Inter Mailand verliert zu Hause gegen Beersheba. Wo kommt denn Beersheba her? Ist das aus Malta? Ach du Scheiße, was ist aus dem glorreichen Inter Mailand geworden? Mann, Mann, Mann.
So, wen hat er? Er nennt sich Juventus FC, hat aber andere Trikots. Ja, wen hat er so? Mascherano ist ein dicker Fisch. Piqué hat er, glaube ich, beim Team of the Year bekommen. Darius Rinner ist ja auch nicht verkehrt. So, da möchte ich mit anderen Trikots spielen. Jawohl, so können wir spielen. Stadium, Freunde. Ihr habt's richtig erraten. Wieder ins La Bombonera. Und ich glaube, ich spiele jetzt zum ersten Mal mit meinen Auswärtstrikots. Also bitte entsprechend abfeiern. Sind ja auch nicht so verkehrt. So, jetzt auf dem Platz. Oh, Flutlichtspiel hier. Wunderschönes Flutlichtspiel. Die Stimmung wird entsprechend sein, Freunde. Schön, dass ihr live dabei seid. Release-Tag von PES. Und ich suchte mir direkt wieder einen ab. Zlatan. Übrigens Abschiedsspiel für Zlatan. Ja, auch entsprechend würdigen die Leistung des großgewachsenen Schweden. Oh. Oh. Ja, da lernt noch jemand ohne Passhilfe. Das sieht man direkt. Aber das sind diese Fehler im Spielaufbau. Muss ich mir eigentlich sofort zunutze machen, ganz ehrlich. Na, ordentlich. Aber Ramos lässt sich da den Ball. Och Mann! Macht mein Torwart denn da? Will mitspielen. So, Sandro Ramirez. Erstes Spiel. Habe ich auch gezogen. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Oh, direkt erstes Gemurkel da auf Ivanova. Kommt nicht durch. Ui, ui, artistisch. Ja, Situation noch nicht ganz bereinigt. Schöner Ball auf Marquardt. Ui. Gute erste Szene vom Gast hier, vom Juventus FC. Und ich kriege keinen Zugriff. Das ist auch schön zu sehen. Aber Fehlpass. Und da muss man doch sofort explodieren, Freunde. Explodieren. So. Zlatan verzockt zum ersten. Kriegt aber den zweiten Ball. Nein. Immer noch keine Torgefahr ausgestrahlt. Und das 20 Minuten in einem Heimspiel. Ah, dass die treuen Fans hier noch nicht unruhig werden. Lässt sich ähnlich zäh an wie das Spiel eben. Der hatte auch nur 330 Punkte und am Ende war ich da auch kaum offensiv unterwegs. Jetzt vielleicht mal die Chance nutzen. Ivanova mogelt. Kommt wieder an die Pille und kommt wieder nicht in die Abschlusssituation. Aber wenigstens gut nach hinten gearbeitet. Aufbau sofort wieder gestört. Oh. Ja, der darf nicht durchkommen. Ja, schönes Gehackse da, schönes Getrickse. Aber auch hier brotlos und harmloser Abschluss. Kulisse auch etwas ruhig, etwas arm. Da muss von der Heimmannschaft wohl ein bisschen mehr kommen. Zum Beispiel über Zlatan. Ja, lässt klatschen. Zlatan! Hui, erste gute Offensivszene. Von den Let's Playmakers.
Neymar. Neymar. Am 16er den Ball abgefangen und dann trotzdem keine gefährliche Situation heraufbeschwören können. Das ist noch so ein bisschen meine Abendunterhaltung. Bentaleb immer wieder hier mit Möglichkeiten, mal einen auf Drahtzieher zu machen, auf Strippenzieher im tiefen Mittelfeld, aber irgendwie konnte er der Saison bisher noch nur seinen Stempel aufdrücken, aber gut, das ist ein 75er. Oh, bodenloser Ball. Ach du Schande. Boah, Schwarzer. Big Save. Oh, das wird ein Freistoß geben. Ja. Den wird er sich jetzt nehmen, den Ball. Ja, den die Startsituation will er haben. Zweite Mal Gefahr, Fred. Oh, der kommt schön. Gut, alles gut. Ah, okay. Dann doch einen guten Meter übers Tor. So, Zlatan. Ja, den Ball muss er holen. Und dann mit dem zweiten Ball Druck entwickeln. Jawohl, Neymar wuselt sich da über den an dem Gegner vorbei. Zlatan legt ab. Bentaleb! Ui! Gute Szene. Ja, drückt er natürlich sofort weg. Aber jetzt ist gleich Halbzeit, dann zeige ich den Schuss nochmal. Den feiern wir dann gemeinsam richtig ab. Meine erste gute Szene. Nach 44 Minuten. Eigentlich viel zu wenig, aber gut. Und dann war es das auch schon für die erste Halbzeit. Wenig Ballbesitz. Ja. Oh, da ist Freds Freistoß. Der war geht so. Auch Originalgesicht, wunderbar. Und das war die Szene, genau. Da sind wir. Schön durchgesteckt. Zwar noch abgefälscht, aber Zlatan schaltet am schnellsten und dann noch 17 Metern Richtung Traumtor unterwegs. Naja, weiter geht's. Zweite Halbzeit hier in Buenos Aires. Im La Bombonera. War ja 2016 nicht dabei. Das Stadion. Umso glücklicher, ja, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt wieder dabei ist. Ich denke mal, im Zuge dieses Lizenz für die argentinische Liga-Deal. Ja, Ramos passt auf. Jetzt können wir mal schalten. Über Bentaleb. Oh, oh, da lösen sich zwei Verteidiger. Ja, Neymar. Ein bisschen. Das ist gar nicht Neymar. Ramirez, was sage ich denn da? Bisschen Platz. Und kommt die Flanke wieder. Nicht ansatzweise. Ah, Morbidelli, hoch auf Neymar. Immer ein probates Mittel. Nicht. Da ist der Brasilianer. Zweite Reihe! Wenn man sich keine Torchancen wirklich erspielen kann, dann eben knüppeln. Kein Abseits. Keine Torgefahr. Ah, schieben wir die Verteidigungsreihe mal nach vorne. Ah, ja, er möchte es spielerisch lösen, Kollege. Ja, da passiert dann sowas bei. Ja. Nämlich sich immer selbst in Schwierigkeiten bringen. Durch diesen Larifari-Spielaufbau. Hatte ich in den ersten Spielen auch zu Genüge selbst gemacht. Kein Foul, kein Foul, kein Foul. Jawohl. Astreine Grätsche. Ibrahimovic will es da wieder mit Pirouette und sonst was lösen. Und so ist die Chance dann schon wieder hinüber. Oh, ein Trickser. Die habe ich ja besonders gern. Die habe ich ja besonders gern. Jetzt mal schalten da wieder. Jawohl.
Ramirez, ja, nimm ihn doch mit. Oh, da ist die Lücke. Sandro Ramirez, Sandro Ramirez. Oh. Wäre mal ein Einstand gewesen für den Kollegen hier. Erstes Spiel als Jarmolenko-Ersatz. Und seien wir ehrlich, das war butterweich allein aufs Tor gelaufen. Kann man auch gerne mal ein Tor draus machen. Jetzt Neymar. Schöner Antritt. Nimmt Ivanova mit. Ja, der alte Dribbler. Der alte 59er Dribbler. Oh, da rutsche ich von der Taste. Das ist auch wieder bitter. Auch wieder mehr drin. Fred gegen Ramos. Das ist kein faires Duell. Einer der besten Verteidiger der Welt gegen eine brasilianische Stürmerwurst. Oh, die hektischen Bälle kommen nicht an. Na, da muss ich leider faulen. Das war mir zu heikel da auf dem Flügel. Taktisches Foul, keine Frage. Gelb berechtigt, keine Frage. Komm, hässliche Szenen müssen wir immer wieder wegklicken. Gucken ja auch Kinder zu, nicht wahr? So, jetzt Ramirez wieder. Sehr auffällig, gefällt mir der Kollege. Hat das Spiel mal vor sich. Und wieder keine Torgefahr. Oh, oh. Und Fehlpass, schade. Oh, oh, so sorglos Ramos wieder. Okay, mal ein bisschen drauf geachtet. Der Kollege spekuliert viel. Vielleicht einfach die offensichtlichen Anspiele nicht wählen. Morbidelli. Souverän gelöst. Und jetzt ist da mal ein bisschen Platz auf dem Flügel. Bentaleb, der geht wieder viele Wege. Ja, irgendwie sind wir da jetzt im 16er. Bentaleb. Und wieder ist ein Bein dazwischen. Trotzdem die Szene noch heiß. Ibra, nein. Ja, jetzt überbieten wir uns wieder im Fehlpass-Festival. So. Mal eine Anspielstation am 16er gesucht, nicht gefunden. Oh, da muss ich wieder treten. Oh. Oh. Pfeift kein Foul, sondern. Ich glaube eher nachträglich jetzt die gelbe, weil das hat er ja eigentlich nicht gepfiffen. Da ging es ja weiter. Ja, nochmal nachgehakelt. Und da müsste es jetzt aber Einwurf für mich geben, oder? Ich habe ihn doch eigentlich angeschossen da mit der Grätsche. Kein Foul. Och, bitte. Oh. Ja, jetzt wird's ruppig. Weil ich es nicht spielerisch lösen kann. Weil ich es leider noch nicht spielerisch lösen kann. So, wollte er den. Abseits, jawohl. Wieder ein zäher Kick hier im La Bombonera. Also eine Heimmacht bin ich definitiv noch nicht. Da in der Szene war auch mehr drin, mehr Platz eigentlich. Ja, mal weiter Schlag, 90. Zlatan lungert wieder im Abseitsraum. Sein Abschiedsspiel hat er sich, glaube ich, auch etwas geiler vorgestellt. So.
Letzter Angriff. Wer darf ihn ausspielen? Keiner. Gümmeliges 0:0 zwischen dem Juventus FC als Gast bei den Let's Playmakers 11. Und es wundert mich, dass noch so viele treue Seelen von euch dabei geblieben sind. Das war doch jetzt wirklich ein Gruselkick. So, schauen wir mal wieder in den Chat, was ist da los mit euch? FIFA ist noch nicht draußen. Ach ja, euer übliches Thema, wie ich sehe. Aber die FIFA-Demo ist ja seit dieser Woche draußen. Da kann sich ja jeder dann, ebenso wie bei der PES-Demo, kostenfrei ein Bild machen. Und dann schauen wir mal, was dieses Jahr das Rennen macht. Welches Spiel dieses Jahr das Rennen macht. So, jetzt schauen wir mal. Gibt es jetzt wenigstens die klare Ansage? Zlatan Ibrahimovic. Da ist es, Freunde. Da steht's. Zlatan Ibrahimovic verlässt die Let's Playmakers 11. Die Leihe ist ausgelaufen. Das ist aber schade. Naja. Haben ja schon einen anderen Weltklasse-Stürmer in der Hinterhand. Und den wechseln wir jetzt mit tosendem Applaus ein, Freunde. Da, Register Player. Wo ist er? Da ist er. Freunde, klatscht gerne mal bei euch vor dem Stream. Klatscht mal Mario Gomez. Super, Mario Gomez jetzt bei mir vorne drin. Alex Vidal ist wieder fit. Den kann ich wieder bringen. Kana ist auch wieder gesund. Kann wieder spielen. So, und jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, ich guck mal, hier den Sandro Ramirez, den lasse ich mal weiterspielen, der gefällt mir. Ob ich hier noch irgendeinen habe, kann Jabulenko im Mittelfeld spielen? Nein, kann er nicht. Hakabi, habe ich sonst keine besseren Spieler? Das ist schlecht. Kann Van Persie auch zentrales Mittelfeld spielen? Nein, kann er natürlich nicht. Naja, Wayne. Mario Gomez, Freunde, das Debüt von Mario Gomez, das nehmen wir heute Abend noch mit. Feiern entsprechend ab. Wie die Pflaume Gomez, ich bitte dich. Super Mario Gomez, ich bin sehr gespannt. Schießt er mich zum Ligatitel oder nicht? Ja gut. Das macht er bei mir genau zweimal. Da wird er aus der Mannschaft gekickt. Aber ich bin guter Dinge, dass er mir die Pille über die Linie drückt, wie ich es brauche. Super Mario Gomez. Ja, besser als nichts, ne? Besser als 64er da vorne drin. So, jetzt komm. Ist spät, weiß ich selber. Aber einen Gegner wirst du mir da wohl jetzt noch finden. Penistore, ja, ich glaube, die haben sie dieses Jahr auch neu bei Pro Evolution Soccer reingebaut. Wo dann der Spieler, der das Penistor macht, mit schmerzverzerrtem Gesicht jubelt. Ja, letzter Stürmer Deutschlands. Ich hoffe ja, dass diese Gattung irgendwie noch ein bisschen wiederkommt. Was ist los? Kater ist sich auch unsicher. Ist die zentrale Stürmer, die Kaltstürmergattung tatsächlich ausgestorben oder nicht? Na, mein Kater möchte dazu nichts sagen. Immer noch ein alter Verfechter von Marco van Basten und Co. Oh, komm jetzt. Jetzt nicht beim letzten Spiel nochmal abkacken, was die Gegnersuche angeht. So, und auf den Regen warte ich übrigens hier immer noch, ne? Lieber Wetterbericht, was ist da los? Warum regnet's nicht? El Monumentale Stadion soll ich nehmen. Okay, sollte ich ein Heimspiel kriegen,
spielen wir heute mal nicht im La Bombonera. Dein Wunsch ist mir Befehl. Habe ich gerade. Ne, wir haben gerade. Ich habe gerade zu Hause gespielt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich jetzt wieder auswärts spiele. Aber dann freuen wir uns schon aufs nächste Heimspiel. Oh Mann, Freunde, was ist da los jetzt? Naja, solange kein Gegner gefunden ist, kann ich ja mal. Wie kannst du auch den Gomez auswechseln? Bestimmt nicht. Ich habe den gerade erst eingewechselt. Bin froh, dass ich ihn hab. Den 82er Brecher da vorne. Naja, ich sehe schon. Kein Gomez-Fan, der liebe Plüschi. Ja, genau. Ein 64 ist dasselbe, das ist gut. Ich hoffe, der gute Mario liest das hier, ja, liest mit und ist dementsprechend motiviert für sein Debüt-Match für die Let's Playmakers 11 entsprechend aufzutreten. Aber scheinbar alle im Bett, alle Opfer im Bett. Aber gut, dann nutze ich die fußballlose Zeit hier im Stream einfach mal dafür. Wer von euch geschätzten Kollegen, die jetzt hier zuschauen und vielleicht auch schon was länger zuschauen hier an diesem Abend. Wer von euch kommt denn wieder? Wen darf ich denn? Ja, Samstagnacht würde ich fast sagen, können wir festhalten, Freunde. Samstagnacht geht's weiter. Wer von euch kommt wieder? Wer von euch abonniert und kommt wieder? Ja, das ist schön gesagt. Drei Hütten bringen euch zum Verstummen. Okay, ich arbeite dran. Ja, generell an Toren arbeite ich auch. Ich bin noch zu ungeduldig. Also, das ist immer so eine Sache, wenn man jetzt hier nicht spielt und drüber referieren würde. Ja, dann ist es immer einfach zu sagen, man muss geduldig spielen und keine Fehlpässe und so. Aber irgendwie, sobald man da den Ball im Mittelfeld erarbeitet, hat man irgendwie Bock, das Ding direkt durchzuknüppeln, nach vorne zu spielen und versuchen, gierig umzuschalten. So ein bisschen die Kloppo-Schule, ne? Aber war bisher mäßiger Erfolg. Aber gut, okay. Man muss da auch ein Stück weit ja reinkommen. Ins Gameplay ist ähnlich wie 2016, aber dann doch noch genug weiterentwickelt, dass man nicht die gleichen Muster spielen kann. Ja, sehr schön. Das liest sich gut, Freunde. Follows bekommen. Ja, Follow trotz Gomez. Vielen Dank. Wenn das Losverfahren mir Mario Gomez zugibt, ne, zuschiebt, was soll ich machen? Man muss arbeiten mit dem Spielermaterial, was man hat. Ja, selber zocken geht vor, keine Frage. Gibt ja nichts Schöneres, als selber zu zocken. So. Finde ich keinen Gegner, weil ich Mario Gomez aufgestellt habe. Kann natürlich auch sein, ja, das ist der Mario Gomez-Fluch. Oder vielleicht will keiner gegen Mario Gomez spielen und alle quitten schon vorher. Weil irgendwo spürt man das ja, dass da so ein Top-Stürmer im gegnerischen Team auf einen wartet. Oh, Special Match. Oh, das kenne ich. Kenne ich gar nicht. Wie geil ist das denn? Special Match. Einfach mal so Bam. 1,5 fünffache GP. Und es ist meines Gegners erstes Match. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ist das jetzt ein Opfer oder nicht? Special Match. Okay, Baby. Und ja. Tut mir leid, Kollege. Ich kann leider das El Monumental nicht aussuchen. Machen wir dann beim nächsten Mal. Erinnere mich gern wieder dran. So, BVB in ganz gelb. Ich wieder in meinem leicht rötlichen, viel schwarzen Ding. Wen hat der? Agüero, James Rodriguez, Alex Vidal spielt bei ihm Offensiver. Ach du Scheiße. Podolski, Dos Santos, Damian, Destin. Okay. Das ist eine. Ja,
Ja, den Downloading PES-Tweet von dem Batsushi da habe ich mitbekommen. Musste ich laut lachen. Fand ich geil. Ja gut, wenn man dem viel zu wenig Passwertung gibt, bei was hat er geschrieben? Ich glaube 8 Assists oder so. Ja, hat EA seinen Job nicht gut gemacht. So, auf geht's. Oh, im Nu Camp. Im Nu Camp. So, Freunde, auf geht's. Daumen drücken. Mario. Ah, scheiße, ich hätte mal Gomez die richtige Nummer geben sollen. Wobei, ich glaube, 23 hat er die nicht auch sonst immer? Dann passt das ja. Dann passt das ja. Mario Gomez mit der 23 hier bei seinem Debüt. Ihm schlug im Vorfeld viel Antipathie, viel Skepsis entgegen. Aber heute möchte er all die Kritiker verstummen lassen. Leichtes Leck, ich sag's ja nur. Hindert uns aber nicht daran, hier trotzdem Fußball zu spielen. Sandro Ramirez eben in seinem Debütspiel guten Ersteindruck hinterlassen. Ja, Alex Vidal, kann er vielleicht mal eine Flanke bringen? Da ist doch der Gomez genau der richtige Anspielpartner. Ja. Schon wieder kein Zugriff. Podolski auf links. Flanke abgeblockt. Und der Gegenangriff. Komm schon wieder, gib ihm mal. Ja, schön läuft das Bällekin. Und dann ist am Ende wieder ein Fuß dazwischen. Keine Gefahr einfach. Schade. Und mal wieder ein bisschen Fußball spielen. Ja, läuft das Bällekin. Zack, Ramos. Schöner Fehler da von Mascherano. Ramos, passt auf. Hakelig, aber jetzt mal. Neymar lässt klatschen. Und mein Linksverteidiger frech. Schöner Torabschluss. Endlich mal ein Torabschluss. Endlich mal was zum Feiern. Oh. Der kann teuer werden. Gomez, da ist er zum ersten Mal am Ball. Unten ist Neymar frei. Gomez verzockt's. Nee, darf ich so nicht sagen. Gomez hat's nicht verzockt, Freunde. Bevor ihr euch wieder im Chat überschlagt. Ja, Mann. Ramirez da wieder tief schicken. Oh, Neymar, was ist denn da? Mal mitspielen. Oh. Bentaleb. Nein. Oh, schade, kommt nicht an der Ball. Der Ball vom Gegner kommt zum Glück nicht an. Und nächster Aufbauversuch. Über Neymar. Gomez lässt klatschen. Neymar nimmt wieder meinen Linksverteidiger mit. Der Namenlose. Ui. Zweite Reihe. Zweite Reihe. Zweite Reihe. Ah, schade. Lebenszeichen von den Gästen. Von den Let's Playmakers 11. Randolph, das ist, glaube ich, auch ein Originalspieler, ne? Spielt irgendwie Premier League, kann das sein, ja? Irischer Nationaltorwart. Kommt mir irgendwo bekannt vor. Ja, Vidal gegen Podolski. Das ist doch hoffentlich eine klare Geschwindigkeitsangelegenheit. Jawohl, gut gelöst. Vom Barca-Spieler.
Und alle suchen Gomez, Freunde. Guck mal hier, Gomez. Der verteilt die Dinger. Zack. Ramirez kann sich nicht durchsetzen. Jetzt wieder. Ramirez und Vidal im Zusammenspiel. Und wieder keine Torgefahr. Mal schnell gespielt. Da ist Platz auf dem Flügel. Vidal jetzt aus vollem Lauf. Wo ist Gomez? Da muss ein Torjäger doch stehen. Neymar spekuliert da richtig. Sucht Gomez. Na? Mario Gomez? Nein, kommt nicht ganz an den Ball. Schade, aber guter Einsatz von Super Mario. Super Einsatz von Super Mario. Immer wieder eine Bereicherung für mein Spiel. Mario Gomez. Jetzt mal Ramirez. Kommt auch nicht in den Doppelpass. Oh, Gomez schüttelt den ersten ab. Und dann wieder gestoppt. Oh, 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 hält sich das Gesicht. Tätigkeit. Schwer zu sagen. Hätte fast ein Uppercut sein können. Mal jetzt mal Bentaleb, zweite Reihe. Ja, knüppel mal durch, Kollege. Zack. Nein, keine Gefahr. Auch in den Freistößen muss ich noch jede Menge feinjustieren. Ja, Enttäuschung. Bei meinem Zampano im Zentralmittelfeld. Ja, Gomez holt viele zweite Bälle. Sehr emsig. Hier mein 59er, der kurbelt ganz schön im defensiven Mittelfeld. Neymar. Oh. Und wieder eine weitere C-Halbzeit. 60 Ballbesitz ist okay. 83% angekommener Pässe. Zeugt von ein bisschen mehr Geduld, die ich da an den Tag gelegt habe. So, und während der Kollege da... Ja, geht's weiter? Ne, irgendwo hängt der Typ fest. Guck mal, Highlights, ne? Haben wir Highlights da? Ja, Neymar schön rausgelegt und dann kommt die Superflanke und... Ach da, der aus der zweiten Reihe, ich wollte schon sagen. Ja, das ist schon ein Highlight, Freunde. Zweite Halbzeit. Ja, geht weiter jetzt hier. Im Camp Nou. Neymar sollte sich doch hier wie zu Hause fühlen. Oh, es leckt. Was ist da los? Ja, schwacher Ball. Ah, schön spekuliert. Oh, Bentaleb brennt das dann nicht konsequent zu Ende. Aber bleibt ohne Folgen. Gomez nimmt Neymar mit. Schöne Kontergelegenheit. 3 auf 1. Da ist Gomez. Gomez wird von hinten gerempelt. Da war mehr drin. Da war deutlich mehr drin. Oh, Neymar. Komm jetzt einfach mal drauf. Keine wirkliche Probe für Randolph, der dann wiederum wieder zu hastig abwirft. Oh, schönes Zusammenspiel auf rechts. Ramirez wieder. Sucht Gomez. Kommt nicht zum freien Kopfball. Leichte Beute. Oh, oh, oh.
Oh, schönes Gemogel, Bentaleb. Und der Steilpass wird abgefangen. Nächster Aufbau für mich. Über links. Neymar versucht es in die Mitte zu legen. Klappt nicht. Boah. Gerade noch den Super Cancel bedient bekommen. Der Pass wäre nämlich fett in die Binsen gegangen. Oh, Bentaleb wieder gut nach hinten gearbeitet. Oh, die Eröffnung auch nicht schlecht. Aber dann wird es wieder zu eng. Wieder auf den 59er hier, den Ivanova. Na, faul. Mit der 9, das muss ich auch ändern. Aber gut, ich bin noch weit weg von der Stammelf. Vielleicht ziehen wir gleich auch nochmal ein paar Bälle, hä? So, vorm Schlafen gehen, alle zusammen. Genau. Oh, Gomez für den zweiten Ball. Oh, das kann teuer werden. Oh, das kann teuer werden. Aber nicht mit Ramos. Und jetzt direkt das Ding aufbauen. Ja, kommt sogar einigermaßen an da. Ja, Neymar verliert den Zweikampf nicht wirklich. Und schon ist da Ballbesitz gewesen, mit dem ich wieder nichts anfangen konnte. Mario Gomez wartet weiter auf eine gute Vorlage. Und wir warten weiter auf Mario Gomez. Ja. Ja, schöner Ball. Titscht da einfach mal komplett durchs Mittelfeld. Beide auf Zugriff bemüht. Gomez löst sich. Gomez! Freunde, da ist er! Mario Gomez! Da ist das Ding! Super Mario Gomez. Hat sich seine Verpflichtung schon gelohnt. Haha, wie geil. Extra für euch, Freunde. Wird er zum Matchwinner. Erstes Spiel, erstes Tor. Super Mario Gomez. So, jetzt muss ich es nur nach Hause bringen. Sonst hilft das Tor auch nichts. Aber der ist er schon wieder. Immer anspielbereit da vorne. Immer Anspielbereich, schon wieder. Schönes Zusammenspiel mit Neymar. Neymar, er wird nicht angegriffen. Neymar, Neymar, Neymar. Nur eine Ecke. Nur eine Ecke, Mann. So, jetzt wieder Gomez. Vielleicht mal mit Efe. Machen wir mal einen mit Efe da so. Zack. Genau, gucken wir mal. An den Fünfer geschlagen. Ja, Gomez, ja, da ist er wieder im Zweikampf. So, Neymar, jetzt wieder nach innen ziehen, Neymar. Neymar, alter Trickser, Neymar, 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 Neymar. Ui, jetzt bin ich on fire hier. 85. Müssen wir da jetzt nach Hause bringen. Schön, Kontrolle. Schön. Ja, können wir den Pass durch? Ja, kriegen wir durch. Neymar schickt Ivanova abseits. War auch unnötig. Da hätte ich auch selber Druck machen können. So, ein bisschen defensiver das Ganze jetzt angehen. Schön.
Oh. Jawohl. Ganz souverän gelöst. Gomez holt wieder den Kopfball. Neymar geht nicht steil. Faule Sau. Ja, kannst du es dir auch schenken. Spar die Kraft. Alles hinten rein. Ja, letzter langer Schlag. Wahrscheinlich die letzte Offensivszene. Zumindest von meinem Gegenspieler hier. Das war es, Freunde. Das war's. Auswärtssieg. Auswärtssieg. Dank Mario Gomez. Ich zeig's euch gerne nochmal. Ja, hier, Distin hätte da eigentlich mit einer Tätigkeit vom Platz und so, haben wir alles gesehen, aber dann, wo ist er, wo ist Super Mario? Da, schaut euch das an. Da zeigt das, nee, zeigt er nicht, jetzt löst er sich, da löst er sich. Bam, und trocken abgeschlossen, wuhu. Ja, Super Mario Gomez. So, und weil das so geil war. Ja, hier, blindes Huhn, Freunde, komm. Riesenbude. Riesenbude. So. Ja, alles hier Level Up, super geil. Zack. So, mit diesem Sieg beenden wir den Gameplay-Teil. Aber, ich habe es ja angekündigt. Oh, das war auch dieses Special Game. Habe ich jetzt zu schnell weggeklickt. Haben wir noch mal ein bisschen mehr GP bekommen. Ne, gar nicht. Special Match Reward, da stand es gerade. Es gab nur irgendwie ein Sonder, irgendwas. Ist auch vollkommen egal jetzt. Ich bin auch hin und weg von dem Gomez-Tor. Jetzt ziehen wir einen Ball ziehen wir jetzt noch, würde ich sagen. Einen ziehen wir noch fürs Mittelfeld, ja, in der Hoffnung, dann was Besseres als Bentaleb zu kriegen. Ich gucke gerade mal hier erstmal hier My Club Records. Wir haben auch wieder ganz viele Achievements. Ach du Scheiße. Sehr viele sogar. Gibt jetzt My Club Points Deluxe. Ach du Schande, immer 50. Tactical Training. Muss ich mir auch nochmal anschauen, was das überhaupt bringt. Ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Spieler hochlevelt oder was auch immer. Zack. Zack, jawohl. Komm, klick, klick, klick. So, das hat alles geklappt. Das meinte ich aber nicht. So, was wollten wir machen? Genau, wir wollten hier einen Spieler verpflichten. So, jetzt gucken wir mal. Erstmal bei Scouts. Vielleicht haben wir da jetzt genug gesammelt. Wishlist. All the Scouts you wish to obtain. Aha. Sell Scout. Ja, genau. Das können wir mal anstoßen. Nämlich, wen wir nicht brauchen, ist der hier. Are you selling? Nee. Ich will den nicht. Ich will den auktionieren, den doof. Wie geht denn das hier? Okay, was muss ich jetzt machen? Muss ich das woanders machen? Nicht Sell, sondern Auktion. Auktionsliste. Kann ich keinen verkaufen? Update. Add and delete from watchlist. Hä? Kann ich den nicht draufsetzen? Auction to watch. Machen wir das. Take part in auction you need to bid. Ne, will ich ja nicht. Oh, vielleicht hier über Sign Players. Oh Mann, ey, wie umständlich ist das denn schon wieder? Simulation? Nee, ich auch nicht. Ja, gucke ich mir gleich an. Warte mal, ich will jetzt erstmal den links außen verkaufen. Da habe ich Neymar. Sell Scouts you don't need. Select your requirement. List of targets. Sell Scout. Deselect. Nee, das ist es nicht. Das ist abstoßen quasi. Auction Search. Ich will nichts suchen. Mhm. Display, Watchlist, Wishlist. There is nothing registered to the list. Ja. Ja gut, bin ich gerade überfordert. Finde ich komisch. Wieso kann ich keinen Scout auktionieren? Aber das kostet mir jetzt zu viel Nerven. Also, wir nehmen einen Finisher. Das ist schon mal gut. Ach, guck mal. Dann sieht man rechts unten schon so die Possibility. Okay. Dann nehmen wir noch. Achso, kann ich jetzt nicht mit Speed. Ne, dann machen wir mal andersrum. Wobei. Ne, genau. Vielleicht können wir jetzt gucken, dass man. Ja, defensives Mittelfeld ist ja nicht verkehrt. Ein 68er. Ach du Scheiße. Ne, dann nehmen wir den. Nehmen wir lieber defensive Profess. Ist auch nicht viel besser.
Und Slot 3 kann ich. Ach, aus Asien. Was kommt dann dabei rum? Na, oh, wird noch schlechter. Nee, bestimmt nicht. Wollen wir nicht. Ich hab doch hier. Ich wollte das doch. Ach, remove. So, weg ist er. So, jetzt könnte ich hier einen 69er bekommen. Das ist aber auch nicht der Rede wert, oder? Wenn ich den mal so wegnehme. Auch nicht. Ja, okay. Dann spare ich mir das jetzt an dieser Stelle. Ja, sorry. Sorry, sorry. Aber einmal, wie gesagt, einen Top-Agenten kaufen wir uns noch zum Abfeiern des Tages. Und zwar, ich brauche einen Mittelfeldspieler. Pay with GP, genau. Jetzt zum Abschluss, Freunde. Nochmal fett Daumen drücken. Achtung. Komm schon, Silber. Und wer ist es? Wer kennt ihn? Ach, von den Newell's Old Boys aus Argentinien. S. Prediger. Was ein toller Name. Ist aber cool. Ist nämlich fürs zentral-defensive Mittelfeld genau das, was ich brauche. Einer, der da aufräumt, der Bentaleb ein bisschen den Rücken frei hält, wenn der wieder nach vorne marschiert. Das ist doch voll gut. Das ist doch voll gut. Den werde ich jetzt auch noch aufstellen, ne, damit keiner sagen kann, hier habe ich nicht gesehen, wie du den aufstellst. Hoffentlich haben wir auch noch. Wo ist er? Da ist der Prediger. Klick. Ja, können wir noch bezahlen. Alles super. Ja, Sandro Ramirez, gute zwei Spiele gemacht. Jarmolenko wird wieder eingewechselt. So, alles andere. Ihn können wir wieder rausnehmen. Genau. Klick. Bentaleb braucht mal eine Pause. Tut mir leid. Muss ich fürs nächste Mal machen. Ramos kriegt jetzt hier die Stamina Recovery, weil er ist so wichtig. Und sonst, ja. Das kann so bleiben. Die Truppe geht beim nächsten Mal wieder auf Punktejagd. Dann beenden wir auch Division 10. Und sind dann sicher in Episode in Division 9 aufgestiegen. So, mein Kater wacht auf, der will was zu essen. Von daher, ja, genau. Ja, ist gut. Werde ich an dieser Stelle den sehr langen ersten Livestream beenden. PES 2017 ist endlich draußen. Gut, dass die ganzen FIFA-Hatler mittlerweile nicht mehr im Chat sind. Alle, die noch da sind, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr soweit zugeguckt habt und den Chat belebt habt. Macht direkt deutlich mehr Spaß. Auch wenn ihr es hier mit eurem Anti-Gomez gerade übertreibt, aber sei euch gegönnt. Mein Matchwinner bleibt in der Startformation ganz vorne drin. Und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bleibt mir soweit gewogen. Bis zum nächsten Mal.